Hallöchen und herzlich willkommen zu Kendorax und Knax Live-Geschwafel in Farbe und Bunt. Moin Kendo. Moin Knax. Aber wir sind sehr dicht beieinander, wie ich sehe. 30 Millionen Kilometer. Wo wollen wir uns treffen? Keine Ahnung, wo bin ich? Das weiß ich noch nicht. Ich mache hier erstmal ein bisschen ein Audio wieder mal ein bisschen. Die Soundeffekte hatte ich nämlich beim letzten Mal krass runtergestellt wegen dem Arena Commander. Da ging mir da so ein bisschen auf den Keks. Moin, Wuffi. Moin. So. Glaube ich müsste. Ja. Erebus. Dingsbums. Snake Crusader L1 bin ich. Ist auch schön. Junger Mann, das sieht gefährlich aus, was sie da tragen. Ja, essen und trinken muss mein Charakter auch. Ich weiß nicht, mit diesen Helmen mit Hörnern dran. Ich weiß nicht, das ist. Ja, es sieht ja ganz stylisch aus, aber spätestens im Schiff stelle ich mir das dann doch als recht unpraktisch vor. Also, bei manchen dieser Sachen weiß ich nicht, was CRJ sich dabei gedacht hat. Es soll halt piratenmäßig furchterregend aussehen. Es sieht furchterregend aus, das ist richtig, ja. Ja. So, ich suche jetzt erstmal hier meinen Ausgang. Okay. Ich glaube, so ein Helm macht plus einem Angst, Karl Lagerfeld, aber den juckt das jetzt nicht mehr. Sieht affig aus und man kommt so schlecht durch die Deckstüren. Da hat Wuffy ganz recht mit dieser Aussage. Dass, ja, wenn du erstmal mit den Hörnern irgendwo hängen bleibst. Ja, ich meine, boah, sieht das jetzt ein bisschen böse, das gebe ich zu. Aber so ein Helm, oder nicht so ein Helm, so ein, ja doch, so ein Helm, so ein Piratenstyle ist ja eigentlich mehr so Drake, ne? Und wenn du dir überlegst, so. Drake? Ja, die Drake-Schiffe sind doch für Piraten und. Ah, cool, hier kann man rein, ist ja spannend. Aber hier gibt es nichts zu sehen, ist ja langweilig. Ich sag mal. Ich muss woanders hinfliegen, ich kann ja nichts kaufen. Ich glaube, das Problem hat man beim letzten Mal schon. Ich komme ja auch nicht gerade raus, ich habe mich gerade selbst weggebackt. Ist auch schön. Aber schuld. Ich komme jetzt gleich irgendwo hingeflogen. Aber zum Thema dieser Helme, wenn man. Ich bin gefangen, ich habe mir selber einen kleinen Laufsteller gesucht und bin reingesprungen. Yay. Was auch schön, was man ja erst erkunden kann. Wenn man sich überlegt, dass bei den meisten Drake-Schiffen ja diese Isolierung ja relativ dünn ummantelt ist, sage ich mal, mit so ein bisschen Plastefantaste. Dann stelle ich mir das so ein bisschen doof vor mit dem Helm, wenn du dann da durch deine Cutlass oder sowas durchläufst und. Ah, wenn wir rauskommen. Und dann erstmal so die Isolierung kaputt stehst und irgendwelche Leitungen damit kaputt stehst und was nicht alles. Ja, so ein bisschen uncool. Ja. Gut, ich glaube nicht, dass die Hörner so hart sind, dass du da irgendwelche Leitungen kaputt machst. Ja, gut, das nicht, aber wenn du dann eine Isolierung durchgehend zerfetzt mit den Teilen, weiß ich nicht. So. Gibt's bei diesem Reststop was zum Trinken? Gab es nicht auch die Version, oder gab es da bloß eine Version, die dann noch dieses Weihnachtsdeko in den Hörnern hängen hatte? Stimmt, da gibt es auch noch was. Ich bin gespannt, ob ich hier was zum Trinken finde. Ich habe was gefunden, konnte es aber nicht kaufen. Jetzt muss ich irgendwo anders hinfliegen, um mir was zu trinken zu holen. Bin bei Hörsten, so wie es aussieht. Ja, es könnte von oder müsste von den Kilometern sogar auch hinkommen. So, kann ich hier. Erstmal nehmen wir hier mal den Helm ab. Ah, ist schon abgenommen. Sehr gut.
Da sieht's aus. Pizza, Getränke. More Info, Quick Buy. Alter, was ist das denn für eine Pornomusik im Hintergrund? Ich glaube, er braucht ein bisschen Kendo, bis er das dann wirklich kauft. Nein, bei mir steht, also ich gehe ja nicht mal in dieses schnell, ich gehe ja richtig in dieses Kaufmenü rein. Und da sagt er mir Error. Also. Die so. Frage, gehe ich jetzt auf den Planeten? Wo wollen wir uns treffen? Dahin. Oder rechts noch bei mir? Ich hätte sonst gesagt, dass wir uns auch ruhig bei Hursten da oben drüber treffen. Treffen ist auch schon treffen können, das ist ja. Da oben drüber bin ich schon. Da beim Hafen. Aber da kann ich nichts kaufen, das heißt, ich muss erst mal runter auf den Planeten. Ja, ansonsten treffen wir uns unten auf dem Planeten. Das ist ja kein Thema. Ja, nicht im Mobi-Klaus. So. Jetzt muss mein Charakter noch ein bisschen was essen. Ich sag jetzt nicht, dass ich jetzt schon genervt bin von dieser komischen Mechanik. Welche Mechanik? Essen? Ja, essen und trinken. Eieieiei. Was ist das denn hier? Kann man das essen? Nee. Sauerei. Gut, sah auch viel zu gesund aus. Übrigens auf Facebook belehren lassen. Was meinst du? Ich durfte mich übrigens auf Facebook belehren lassen. Okay, warum denn? Dass so ein Size 12 Torpedo definitiv 12 Meter lang ist, weil die das vor fast 3 Jahren mal irgendwo in einem Posting geschrieben haben. Kann ja gut sein, dass die das mal irgendwann in einem Posting geschrieben haben. Die hatten auch irgendwann mal geschrieben oder zumindest definitiv gesagt, dass es keine Survival-Mechanik im Spiel geben wird. Ja, genau. Und jetzt stehe ich hier und fress Müsli-Riegel. Das sieht nicht aus wie Müsli. Und fress irgendwas und trink irgendwie Getränke im Spiel. Ihr habt keine Ahnung. So. Ne? Und das ist halt so der Witz dabei. Aber hier bei diesem Burrito-Laden, also die Tische sind schon schön. Welcher Tisch? Eben. So. Kriege ich hier auch ein Burrito? Ja, ich möchte diesen Burrito kaufen. Ah. Ja, der sieht interessant aus. Manchmal machen mir die Star Citizen Charaktere Angst. Also die essen ja alles mit, ne? Das ist ja, da bleibt ja nichts. User in your channel timed out. Oh, ich glaube, wir haben Kendo gerade verloren. User in your channel timed out. Kendo. Naja, macht nichts. So, was fühlt sich mein Charakter denn jetzt wohl? Ja, offensichtlich. Meine Herren. So, hat er jetzt auch seinen... Ja, jetzt hat er seinen Helm auch aufgesetzt. Kriege ich zumindest schon mal in Richtung von Kendo hin. Ich habe die Bierkühlbox auf dem Schiff nicht... Also, es gibt keine Beweise, dass ich das war. Ja, und der Kühlschrank in der Hemmet, der war schon leer. Ehrlich. Von den angeblichen Kästen Bier habe ich da nie was drin gesehen, als ich da war. Also. Katze schläft auch. Also, falls man ein leises Schnarchen oder sowas hört, das ist dann meine Katze, die oben im Kratzbaum schläft. So. Wir hatten, weiter Ping, das wird auch sein. Ah, PC, Neustart, alles komisch, sagt er. Die Wege des Windows sind unergründlich oder so ähnlich. Das Gute ist, er ist ja noch quasi im Spiel. Ja, unsere Katzen schnarchen auch. Da ist er wieder.
Also nicht immer und nicht immer durchgehend, also nicht immer richtig laut, aber die Katzen schnarchen schon. Also man hört es schon. Und Ken, du bist wieder da? Ich starte das Spiel gerade. Ah, okay. Keine Ahnung warum, aber irgendwie ist alles komplett gefreezed bei mir. Ich weiß nicht. Gar nichts mehr, deswegen muss ich erstmal reset und dann, ja. Junge, Junge, ich... Warum auch immer. Bin gerade dabei, die Schiffe bei mir alle zu claimen. Und hoffe nur, dass das geht. Ah ja, okay, er hat zumindest die Retaliator geclaimed. Na gut. Bei den ganz Großen hat er irgendwie Probleme. Ja, bei der Hopelight will er gerade auch nicht. Vielleicht darf man nur ein Schiff auf einmal. Mal gucken. Okay, ich habe auch dreimal die Hopelight. Das ist wahrscheinlich wieder so ein leichter Bug. Die Carrick hat er jetzt auch. Ich bin ja gespannt, ob ich jetzt wieder am Schiff aufwache oder. Oh, okay. Oder die Rückkehrfunktion funktioniert einfach nicht. Die Rückkehrfunktion funktioniert einfach nicht. Kannst du mir hinterher springen oder? Nee, kann ich nicht. Zaubervoll. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil das ist eh ein komischer Server hier. Okay, dann gehe ich mal zurück ins Menü. Exit to Menü. Klick. Ja, wofür das Katzen gelegentlich schnarchen, ist schon tatsächlich normal. Und das liegt nicht nur, die kommt nicht nur komplett nach dir mit dem Schnarchen. Das glaube ich so auch nicht. Glaube ich. So. Join Friends. Nein. Visit Locationa. So, ich bin jetzt wieder raufgesprungen auf den Server, Kendo. Ich hab's gemerkt. Ist late. Gut. Ja, aber bei dem Torpedo so, dass. Also in dem letzten Newsletter wurde halt ein Torpedo als Sneak Peek der Size 5 Größe gezeigt. Size 12. Size 12, Entschuldigung, ja, das ist. Leak Size 5, vielleicht vor 6 Jahren. Ja. Ne. Ja, das stimmt schon. Und das Ding sieht zwar sehr groß aus, aber 12 Meter, ich meine, gut, könnte hinkommen, aber ich tippe mal so auf sportliche 10. Oder ne, 8 Meter habe ich geschrieben, ne? 10, 8? Ja. Ah, egal. Aber so in dem Winkel lässt sich das sowieso sehr schwer zu lässt sich halt schwer erkennen. Eine Güte. Ja. Ja, man hat halt sehr wenig Bezugspunkte, ne? Ja. Deswegen. So. Das Gute ist, mein Charakter ist jetzt fertig mit Essen und Trinken und ich kann dann direkt mal zu dir hinkommen. Oh, machen wir es hier mal ein bisschen mit Shift. Lauf! Auch ein sehr guter Zeitgenosse, wie er da so steht. So. Ich frag mich nur, wo dieser 12er Torpedo drauf lag. Also nicht wo, sondern in welchem Raum er sich da befunden hat. Keine Ahnung, das war halt irgendwie bloß ein Gestell, den du wahrscheinlich mit einem Kran runterheben musst. Das sah nicht so aus, als wenn du das Ding da drauf irgendwie bewegen kannst. Nee, also es sah mir so ein bisschen nach Lagergeschichte aus, weißt du? Ja. Der Torpedo ist defekt, den muss mal einer reparieren kommen. Ja, klar. Mach selber. Einfach vorne beherzt mit einem kleinen Hämmerchen draufschlagen. Das erinnert mich an den Trailer, wo der Dings auf den Scheiß, auf die Mine da draufhaut mit einem Hammer. Ja. Von einer. Was? Das war nicht CitizenCon, oder? Ich weiß es nicht. Aber so ein. Das ist die Frage, ist das jetzt serverabhängig, ob ich hier Sachen kaufen kann, oder ist das allgemein kaputt hier, wo ich bin? Ich weiß es nicht. Womit fliege ich denn mal zu dir?
Oh, hier geht's. Freelancer. Ich nehme die Freelancer. Natürlich habe ich Trottel jetzt meinen Helm auf. Das ist Schummeln. Mir wurde jetzt wirklich nicht gezeigt, welches Pad das war. Ambitious, was auch immer. Na gut, ich schaue mal. So viele Pets gibt es ja hier zum Glück nicht. Katze liegt oben drin. Guckt ganz genüsslich raus und hat die Augen zu. Ach ja. Aber ich möchte auch das entsprechende Schiff passend zu dem Size 12 Torpedo endlich im Spiel haben. Was ist denn das? Was denn? Da hatte einer bei dem Hotdog scheinbar nur Bock auf den Dock, weil irgendwie hier so ein leeres Brötchen an der Seite liegt. Das Würstchen rausgefressen, das Brötchen beiseite geworfen. Wow. Was sind denn das eigentlich für komische... Also komisch, ist das Weißwurst oder was? Oder ungekocht? Komische Sachen liegen. Also ich kenne Hotdogs nur in fröhlich rosa, rot oder mehr so rot. Rote Würstchenfarbe. So die dänischen. Ja. Aber gut. Würstchen verfarbt. Na gut, das ist so eine ungebratene Thüringer, ist halt auch so gräulich. Ja. Halt irgendwie nicht zum Hotdog. Die Harbingers bei Lowell, das stimmt gar nicht. Unzerstört, das stimmt gleich mal gar nicht. Wieso, wo hast du die sonst geparkt? Ja, ich bin ja. Oder die ist abgestürzt, weil ich rausgeflogen bin. Kann ja auch sein. Ich meine, du wurdest mir noch angezeigt. Theoretisch dürftest du einfach nur ganz normal despawned sein mit dem Schiff. Wobei. Ich bin ja wieder am Dings aufgewacht. In der Station. Ja, ja, genau. Weil du ja im Spiel einfach so draußen. Also, dein Charakter wurde mir noch lange angezeigt, auch nachdem du geflogen bist. Bitte? Ja. Nachdem ich wieder da war? Ja. Wurde mir auch noch angezeigt. So, Interschiff. Ich find's aber mal gut, dass er. Okay. Ich bin schon wieder auf der Freelancer. Du bist schon wieder auf der Freelancer. Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Ach so, wegen Einsteigen. Ja. Dann nimm doch die verdammte Rampe hinten. Ja, würde ich auch gern. Ich komm jetzt. Ja, du bist in der Freelancer nicht auf. Das ist ein Unterschied. Feature. Ja. Landepad 3. Nur fürs Protokoll. Das, was du da machst, ist das jetzt eigentlich so eine Sache, die man eigentlich eher mit Frauen macht? Mit was? Mit Frauen. Wieso? Also gleichzeitig auf und in ihr. Wow. Sehr geehrte Damen und Herren, und heute sinkt für Sie das Niveau. Nein, MS-Niveau sinkt. Eindringen. Ja, wofür genau so was in der Art? Von oben und dann Vollschub. Das macht jetzt auch ganz komische Assoziationen. Jetzt muss ich warten, bis mein Schiff geklemmt ist. Aber ich kann schon mal nach Mission gucken. Ich find's unfair. Hier stehen so lustige Buggys, aber man darf mit ihnen nicht fahren. Also die Grey Cat. Naja, nicht mehr. Ja. Das ging ja mal. Das war witzig. Das ist stimmt. Die Situation, auf einmal kommt mir so ein Typ im Buggy entgegen. So. Hallo Fahrstuhl. Überleg grad. Hat mir mal so eine Höhle erkundet auf Microtech? Weiß ich nicht, kann aber sein. Das scheint jetzt irgendwie weder ja noch nein zu sein. Vielleicht, keine Ahnung. Genau.
Okay. Warum? Wenn man das halt 100 Euro machen kann, aber ich überlege gerade, was nehmen wir denn hier? So, jetzt nehme ich die Heckrampe Scharnauze voll von dem Kram. So, wahrscheinlich werde ich jetzt von der Luke erschlagen. Ah, hat geklappt. So. Wie Misk mir helfen kann heute, das weiß ich auch noch nicht. Das, ob mir überhaupt noch zu helfen ist, das ist ja... So. Jetzt wirst du mir natürlich auch wieder nicht angezeigt, wo du bist. Ich weiß nicht, also guck mal noch mal ein. Ich bin auch auf Everest Harbor rum und... Gut. Ich habe Mission angenommen und... Ja, warte mal, ich kick dich da erstmal. Aufrufen. Disband Group, jo, jetzt habe ich uns da beide mal rausgeschmissen. Sir Wilson, okay. Beef 1998, also manche Namen sind wirklich, ich nenne es mal kreativ. Junge, Junge. Na? Ja, ich sag mal so, es gibt ja dann auch genug Leute, die dann irgendwie sehr interessante Schreibweisen haben. So kann nur, du hast einen Invite. Oh, ich sehe gerade, das ist ja schon wieder ganz schön doof hier. Ich teile dir gleich mal eine Mission. Ich flieg am besten gleich dahin. Weil da ist Zeitbegrenzung drin. Da ist Zeitbegrenzung drin, ne? Ja, das habe ich vorher nicht gesehen. Das wurde mir nicht angezeigt, dass da irgendwie eine Zeit ist. Pending. Du hast mir aber nichts, noch nichts geteilt. Geteilt haben. Wow, das muss ich mit Ü übernehmen. Ja. Noch eine zweite. Warte. Jo. Respond to ECN Alert. Welche Mission machen wir denn jetzt? Die erste, die ich geteilt hatte. Das mit dem Threads von Hurston Space. Eliminieren. Okay. Achso, ja, wegen den 17 Minuten. Genau. So. Ich versuche mal rechtzeitig da zu sein. Der Freelancer. Warum das denn? Wie, warum das denn? Was? Wobei so langsam. Hast du nicht normalerweise Vanguards in allen Formen und Farben? Ja. Die sind schneller. Also die. Und haben mehr Bums. Mal, wobei die Freelancer mit den Gimbal-Kanonen jetzt auch nicht gerade von schlechten Eltern ist. Boah. Auch wenn sie, wie Wofi schon korrekt gesagt hat, dezent ausschaut wie ein primäres männliches Geschlechtsteil. Das zweite Schiff. Ja. Halt normal. Ja, wobei die, na, wie heißt die Reliant? Die nicht. Und das ist auch eines der wenigen Schiffe.
Und die Reclaimer hat auch ein ganz eigentümliches Design. Sie erinnert eher an ein eigenständiges Insekt. Gut. Aber ich finde es schade, dass sie bei manchen Schiffen so die Farbgebung verändert haben, auch bei der Freelancers. Also es ist nicht mehr der alte Skin, es ist ein komplett neuer Skin draufgekommen. Weil vorher war die ja komplett silbern, damit sie so dieses Schwarz im Dunkeln darstellen konnte. Oder wie auch immer das CG genannt hatte. Oh, ich bin so gespannt drauf, wie groß die Community wieder am Schreien sein wird, wenn 3.10 draußen ist. Modell anders? Also so anders? Also es kommt ja zu einer Veränderung des Flugmodells und traditionell wird dann erstmal gemeckert. Ach so. Das meine ich halt damit. Unterm Strich ist jede Veränderung des Flugmodells nichts anderes als einfach Neulernen des besagten Modells, weshalb sich durchaus verschiedene Schiffe anders anfühlen und anders fliegen werden. Was bekanntermaßen bei dem einen oder anderen, dessen Lieblingsschiff das betrifft, der sich dann auf was Neues einstellen muss, nicht auf Gegenliebe stoßen wird, was ich nicht verstehen werde und kann. Ja, ich weiß noch die Kommentare vom letzten Mal, das ist gar nicht realistisch. Ja, natürlich, weil wir alle schon seit Jahrzehnten alle Astronauten sind und jeder weiß, wie sich ein verdammtes Raumschiff im All fliegt. Wer nicht? Wir waren doch alle bei Captain Picard in der Lehre. Ja, genau. Ja. Na? Wenn nicht sogar bei Captain Kirk, die Älteren unter uns erinnern sich. Wuffi, es gibt tatsächlich mit 3.10 neues Flugmodell. Es wurde sogar auch auf der CRG-Seite mit angekündigt. Gedroht. Und ja, das ist, also ich finde es vernünftig und sinnvoll, dass das Ganze verändert wird, weil es gerade wohl auch extreme Auswirkungen haben wird in Atmosphären bei den Schiffen. So sollen sich dann tatsächlich Schiffe, die stromlinienförmig designt sind und halt auch eine Art Flügel oder sowas haben, sollen besser sich handhaben lassen in der Atmosphäre als irgendeinen, keine Ahnung, Backstein. So Aurora im Verhältnis zur wie heißen die von Consolidated Outland? Mustang. Genau, die Mustang. Da soll es dann halt logischerweise Unterschiede geben. Aber ja. Mal schauen. Also ich fände es nicht schlecht, wenn die Schiffe nicht mehr auf Planeten so den Geschützturm spielen können. Den schwebenden, weil das ist halt einfach eine solide Runde für einen Hintern. Im All, ja. Ja, im All ist in Ordnung, aber auf Planeten ist für einen Hintern. Das Problem ist, auf dem Planeten, manche Schiffe, die du im Spiel hast, die auf dem Planeten landen können, dürften nicht theoretisch in der Atmosphäre gar nicht fliegen können. Rein physikalisch. Ja, ja. Wie ein Stein vom Himmel fallen. Weil da halt keine Aerodynamik da ist und auch keine VTOL-Thruster, die sie bräuchten, um sie in der Luft zu halten. Ja, das ist... Ich sag nur Starfarer. Wie soll das Ding fliegen in der Atmosphäre? Die fliegt... Also, nach Realismus-Aspekten brauchen wir hier auch bei keinem der Schiffe zu suchen, weil das ist halt ein Spiel. Ja. Und das... muss man sich halt immer wieder bewusst machen und das, also es wird kein realistisches Flugmodell geben, aber ich denke mal, dass es ein balanciertes Flugmodell geben wird, wo du halt, wenn du dich nicht bewegst in der Atmosphäre, vom Himmel plumpst oder halt am besten noch in diesen automatischen Hover-Modus gezwungen wirst. Ja. So. Das ist halt auch so gefühlt dieser Unterschied. Manche wollen halt wirklich eine Simulation haben, am besten mit DCS, hochkompliziert und keine Ahnung was. Und dann gibt es wieder Leute, die wollen das so arcade-mäßig haben, am besten wie im Battlefield, wo denen das Fliegen jetzt schon zu schwierig ist. Naja. Das ist halt das Problem. Allen kann man es nicht recht machen.
Nein, kannst du auch nicht. Und am Ende des Tages musst du das, also meiner Meinung nach, einfach nur balancen für Spielspaß. Dass es einigermaßen alles funktioniert. Oh. Ja, und dann ist schon am meisten damit gewonnen. Ich habe eine tolle Mission rausgesucht. Flieg von A zu B zu C zu D zu E zu F. Und es passiert nichts. Ich fliege die ganze Zeit im Kreis und denke mir, ja, was kommt jetzt mal einer oder? Ja, nicht, dass die NPCs kaputt sind. Ja, aber dann würde die Mission ja nicht weiterspringen, oder? Normalerweise müsste der ja dann erstmal halten bei zerstöre die NPCs. Aber wenn die nicht spawnen, hängt er sich dann nicht auf in der Quest. Guter Punkt. Weiter, oder? Zumindest war das ja beim letzten Mal immer so gewesen. Das stimmt. Da ist ja dann immer quasi gestoppt. Die Wege der NPCs sind unergründlich. Ja, Eliminate Hostiles. Jetzt, wo ich immer nicht vom Gas gehe, zack, blocken wir. Oh nein, das war der falsche Knopf. Nicht Mobilgas aufmachen, danke. Ich habe hier irgendwas. Und ich sehe nur Richtung Sonne. Und es schießt schon auf mich. Gut. Das Katze ist eine blaue. Aber oh mal. Alten zuckt das Ding hier hinterher. Ich sehe nichts, erst direkt im Dings der Sonnenteil. Was denn? So, den haben wir. Eine M50. Nervige kleine Kackteile. Ich hatte ja schon zwei, drei davon kaputt kriegen. Waffe. So, nächste Patrouille. Wenn du die Freelancer mit Das war's schon. Achso. Das war's. Ja, 2.500 ist doch okay. Ja, für eine M50 und eine Cutlass ist das definitiv okay. Ja. Da habe ich schon viel zu viel Aufwand wieder mit meiner. Verdammt, der ECN alleine ist weg. Egal. Oder? Nee. Doch. Ist er weg? Der ist weg. Wahrscheinlich rausgelaufen oder der Typ ist schon gestorben oder keine Ahnung. Ich habe ja auch noch einen ECN Alert. Dann mach mal an und teil mal. Mach ich. Share. Ich habe geteilt. Okay. Hast du? Ja. Gut. Wo ist er denn? Beim anderen Mond. Bei hier. Areal. Das ist nicht schlimm. So. Fertig. Zieh ich dich mit? Ja. Und wenn du jetzt so einen normalen Freelancer siehst, bereust du es, keine Mist gekauft zu haben? Nein. Also nicht, weil ich die Freelancer nicht mag, so ist nicht, aber ich habe schon wieder Sachen gelesen, die hier finde ich schon wieder, fand ich komisch. Was hast du denn, wieso liest du denn auch immer so viel? Was ich bringe zu OM5, ne? Hä? OM5. Bei mir steht OM2. OM5. Wir können auch, ich habe jetzt... Also ich habe mich jetzt nicht auf diesen ECN-Dings hier ausgerichtet. Ich schon. Ja, OM2. Nö. Nein, und zwar gibt es wohl in Dings League. Okay, du ziehst mich. Ja, ja. Hast du schon? Ja. Wo soll's in
weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich werde es wahrscheinlich kaufen, wenn es kommt. Aber soll jetzt ein Gunship, soll ein Gunship kommen? Neues. Wann? Das steht noch nicht fest. Warum nicht? Weiß ich doch nicht. So, jetzt wartet den Hersteller. Aegis. Nein. Die haben schon genug. Außerdem haben die schon Gunship. Crusader. Nein. Die haben auch ein Gunship. Was ist los mit dir? Envil. Nein. Haben die ein Gunship? Nein. Nee, das bestimmt, das würde passen. Ja. Die anderen Militärhersteller. Wir haben keine weiteren Militärhersteller. Wer baut den Bengal-Träger? Wer baut den Polaris? Ist das kein Militärhersteller? Also RSI zählt für mich so ein bisschen als Militär. Ja. Wir machen auch leicht abgewandelte Sachen für die Normalus. Wir machen. Ein RSI Gunship soll kommen. Oh, Junge, Junge, Junge. RSI Gunship. Objective ja. Complete, ja? Nee. Ah. Beschützt den Zivilisten. Warum? Ich hätte ohne Witz das eine, hätte ich in der Mission fast die Zivilisten weggeschossen. Ich werde anvisiert. Das war ich. Ach so. Ich wollte was ausprobieren. Ja, ich merke, bei mir geht nämlich die Lampe. Das ist praktisch. Das ist wirklich praktisch. Es gibt nämlich eine Taste, die man belegen kann, um das anvisierte Zahl zu deaktivieren. Also, dass du das dann nicht weiter anvisierst. Oh. Ich dachte, dass du beschossen wirst. Ich wusste es gar nicht, dass ich beschossen werde. Das ist wieder toll. Hast du mich beschossen? Ja, also das ist mir nicht aufgefallen gerade. Na komm. Uns Alarm, warum hat denn? Das war ich hinter dir. Ach, sehr schön. Ich hab nicht mitgekriegt, dass sie beschossen wird. Also ich hab nur gehört, irgendwas schießt. Aber. Ja, ne? Haben wir. Was? Dafür gibt's jetzt keine 10.000. Contract. Ich sehe eine Assistenz nicht komplett. Was? Ja. Für eine Buccaneer? 10.000? Es war eine große Buccaneer. Was? So. Okay, sind die Missionen kaputt? Nein! Nein, Bounty Hunting. Wir gucken jetzt bei Bounty Hunting. Genau. Ey, wir nehmen Stinky Lorenzo. Ja. Pro-Team Bounty Contract. 3.000? Für ein Pro-Team? Also erstmal machen wir hier Lorenzo. Komm. Der Stinky heißt, hat's verdient. Aber jetzt sag mal, Ach stimmt, muss ich erstmal nochmal teilen. Gut, dass du es hast. Willst du dein Schiff noch wechseln vorher? Ach, oder bist du zufrieden? Zufrieden bin ich grundsätzlich nie, aber heute ja. Ich habe geteilt. Aber woher weißt du das mit dem RSI-Schiffchen? Also mit dem nächsten theoretischen. Woher? Warum? Sieg. Gibt es da eine Form schon für und ist das Ding schon halbwegs fertig mit der Welt oder ist das... Nö, das war ein Leak ohne Bilder, ohne alles. Wurde einfach gesagt, das Ding kommt. Oder ja, das Ding kommt, weil es halt in Produktion ist angeblich und ja. Ein Gunship von RSI. Ja, das ist halt, wie gesagt, ja. RSI ist für mich halt so teilweise auch ein Militärhersteller. Ja, ja, klar. Weil... Ahnung, also die machen halt schon fürs Militär und für die kleinen Leute. Eine bewaffnete Constellation. Entschuldigung. Meine Constellation Andromeda, die ist ja jetzt nicht schwach bewaffnet. Nein. Jetzt vier Size 4 Waffen, die zwei Türme, Snapfighter. Und ein Arsch voll Raketen. Und ein Arsch voll Raketen. Naja. Das ist ja jetzt nicht ohne. Nee, wobei das. Wobei ich da nicht mal. Kann man die wechseln? Die Raketen? Keine Ahnung. Ich finde, das heißt, als Raketen braucht man nicht. Da kann man auch Feuerwerkskörper drauf werfen. Okay, fertig. Ich finde, es geht Size 1. Wenn du genug Size 1 Raketen hast, dann ist das schon eine Aussage. Die hat sie definitiv, aber ich weiß nicht. Das finde ich okay.
So, da haben wir Stinky. Oh, Gottes Willen. Nobuhito, Stinky, oh, da ist ein bisschen mehr los. Naja. Oh, mal gucken, was fliegt er denn? Ach, in der Valkyrie ist er wieder unterwegs. Oh, du wirst nicht das Geld auf dich schießen. Bitte? Also ich bin durch das explodierende Wrack geflogen und bin wahrscheinlich, hab einen Teil mitgeschleift. Also ich habe gerade vorne ein bisschen Schildprobleme, aber sonst geht's mir noch gut. Ja, gerade auch irgendwie alle komplett auf dich fixiert. Ja, nee, doch nicht mehr. Das haben sie gemerkt, dass ich auch da bin. Nie mal aufhören, so ein bisschen mehr zu fliegen. Das hoffen wir da irgendwie, dass das spätestens im nächsten Patch ist. Dass das so ein bisschen. So. Eine Mustang Delta. Ach du. Naja, gut, hätten wir eigentlich wissen müssen durch die. Durch die Mission, die wir da mit der Aurora mal gemacht haben. Was mich immer noch extremst geflasht hat, dass wir da so gut durchgekommen sind. Ja, besser als gedacht. Definitiv viel besser als gedacht, also das ist ja. Nein, schade, wenn das Ding genau vor der Nase explodiert. Theoretisch soll ich mit einer Selbstzerstörung meiner Super Hornet eine Carrack mit zur Explosion genommen haben. Ja. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Was das jetzt, oder? Ich glaube, das war's. Bounty Hunting Pro Team. Ich nehme das mal an. Ich nehme jetzt alle da mal an. Komm, was soll das? Wir machen einfach alles. Wir buchen sie, fluchen. Mercenary. Price of Freedom. Ach. Ist ja schon wieder. Da ist ein Gegner aufgeploppt. Ja, es könnte ein Ziel sein. Das Rot, das wird ein Ziel sein. Ja. Eios. Ja. Das, Ups. Okay. Das finde ich interessant. Was denn? Der hat mit seinen Dampffeuer-Dingern auf mich geschossen. Ich habe alle abgekriegt. Das waren 6 Stück. Die Harbinger hat nichts. So, habe ich die jetzt eigentlich schon mal alle geteilt? Nee, ne? Keine Ahnung. Ich teile mal den ersten. Dann teile ich den zweiten. Und jetzt mal den dritten. So. Der Profi-Zwei-Mann-Job ist nur, 30 Millionen Kilometer weit weg. Das ist ja Kappes. Also wenn das stimmt mit dem Gunship, da bin ich dann mal auf Form, Farbe und Design gespannt. So, der eine. Wir machen erstmal das, was am nächsten dran ist, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das wäre bei mir, wenn ich das gerade richtig sehe, der Neil Provost C2. Bei Areal? Ich glaube. Bei mir steht bloß okay, Bounty, also ich kann ja nicht sagen, was das. Den Newton. Oh. Ja, genau, den bei Areal, den. Bin fertig. Ne, ich meine, auf der einen Seite finde ich so ein Gunship finde ich spannend, auch wenn es von RSI ist, so ist nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, noch mehr Militärschiffe. Was ausgerechnet von dir? Naja. Ah, direkt hinspringen können wir nicht, wa? Guck, wir müssen ja Cosmobi-Class anwählen, dann muss das gehen. Ja. Angewählt?
Warte, ich glaube, ich habe gerade den falschen. Doch. Ja. Da, da. Ja, jetzt habe ich ihn. Jo, bin drin. Nee, ich finde es halt so ein bisschen, also ich würde mich mal freuen, wenn so ein bisschen mehr Nicht-Kampfschiffe kommen würden. Aber auf der anderen Seite, wenn irgendein, keine Ahnung, so ein Forschungsschiff oder Exploration oder sowas kommt, dann ist halt immer das Problem, es gibt keine Mechanik dafür, ne? Und dann hast du halt ein tolles Schiff. Wenn es erstmal ein Konzept kommt, ist ja egal, sag ich mal. Dann ja. Hat ja eh noch Zeit, die Mechanik zu entwickeln. Das stimmt. Das ist gar nicht explodiert, ist einfach nicht verschwunden. Bei mir. Ernsthaft? Die ist hinter dir. Der explodiert wirklich wie so ein kleines Feuerwerk. Ja. Sieht schön aus. Auch wenn das irgendwie so ein bisschen falsch klingt. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung in Star Citizen? Schiffe beim Explodieren zu sehen. Das ist so schön. So, locate Bounty. Auf zu Magda. So ein riesen Stein im Weg. So groß ist der jetzt auch wieder nicht. Ist ja kein Planet. Wieso ist der ganze Kram jetzt... Ah, hier ist nicht mehr obstructed. Ich wäre soweit. Ich bin schon. Toll. Ja, nein, der hat mir gezeigt, dass du fertig bist. Der Kreis ist blau. Ich hätte wieder schwer. Nicht. Mich hat er wieder nicht mitgenommen. Ja, ja. Semila plant übrigens, oder was heißt plant, der ist ja schon lange dabei zu planen, eine Arena Commander. Toll, jetzt ist ja wieder alles. Jetzt funktioniert hier wieder nichts mehr. Sauerei. Na gut, einmal aus und anmachen. Der plant oder will ja so ein Arena Commander Turnier durchführen. Und ein paar bei uns aus dem aus der Koop wollen daran durchaus teilnehmen, unter anderem halt ich und auch Morinas. Ich hatte einen sehr vernünftigen Namensvorschlag für unser Team, die Blindschleichen. Mal gucken. Wäre sehr lustig. Ah, jetzt geht's wieder. Jede Wette, bis ich da bin, ist der Typ schon erledigt worden von dir. Ich warte auf dich. Oh. Nächsten Punkt. Ja, das ist Morin, das hatte mich da angeschrieben. Das Problem ist, dass ich jetzt im Juli, also ein komplettes Wochenende definitiv gar nicht da bin. Bei dem anderen ist es noch nicht sicher, also ich war quasi die Hälfte der Wochenende gar nicht da. Da das ja irgendwie mal Samstag stattfinden soll. Ja. Ist das so an sich schon mal nicht schlecht, aber war etwas doof. Naja, das stimmt. So, ich glaube, ich bin soweit. Ich auch, aber ich sehe nicht, dass du mit drinne bist. Ich drücke einfach mal. Ja, ich bin drin. So. Soll eigentlich das Gunship Flight Ready oder nur Concept Ready sein, dann stand auch nichts drin, wa? Ja, dann muss ich nochmal in die Info gucken. Okay, das war jetzt ungünstig. Ich glaube, wir haben gleichzeitig gedrückt. Ich bin da und du? Ich nicht. Okay,
Bei mir wollte er springen und hat dann abgebrochen den Sprung. Ich schweb den mal ganz langsam entgegen. Oh ja, ich komm gleich. Ja, lass dir Zeit. Na, das ist nur keine Hektik. Ach, bist du gerade angekommen? Irgendwie. Ich glaube, ich werde beschossen. Ich habe gerade gesagt, dass einer hinter dir. Ach so. Okay. Das habe ich fast verstanden. Komm, Cutlass, geh weg. Ich glaube, ich krieg grad Schaden. So. Ja, auch. Eine Mitte. Ist ja richtig Arbeit hier heute. Ja, aber der Tipp auch irgendwie nicht so richtig. Jetzt. Was abgeschossen hier? Meine Schilde sind irgendwie down. Der komische Flugmann irgendwann. So. Wahnsinnig. Ich glaube, ich habe ein paar Schäden? Ja, so ein bisschen. Wieder angelockt? Ich habe dich nicht gelockt, nee. Also nicht. Ein paar guck mal. Ne, ich hab dich nicht gelockt. Boah, da zeigt nichts an, also ist keiner mehr da. Jetzt logge ich dich gerade und jetzt habe ich dich wieder deaktiviert. Das ist vielleicht verbuggt. Ja gut, ich habe ein bisschen, also ein wenig Schaden hat mein Schiff genommen. Also mein Frontbereich ist fröhlich rot. Oh, ja. Was denn? Ja, alles gut. Und mal gucken, was haben wir hier denn noch, was wir so Fröhliches machen können? Ja, wir haben noch die 30 Millionen Kilometer entfernte. Ja, wir haben noch einen ICN Alert. Oh, und wir haben einen. Ja, doch. Lass uns mal den ICN Alert machen. Ja. Aha. So, Share. Weil da gibt es ja 10.000, das lohnt sich ja auch. Ich habe den mal geteilt. Der ist auch nicht weit weg. An Seite vom Planeten, vom Mond. Ja, ich kann nur bei meinem Mobiglas gerade. Ah, jetzt macht er wieder was. OM1 und dann zum Stress-Beacon. So, meine Schilde sind auch wieder da. Ich glaube, das ist normal, dass das in so einem Cockpit rot blinkt, ne?
glaube, du bist zu weit weg von mir. Ich habe den Punkt noch gar nicht analysiert. Weil ich ihn gerade wieder suche, wieso. Ich hab dich mal mitgenommen. Ja. Ich bin komplett mitgerissen hier. So. Ich wäre soweit. Geht los. Alles klar. Oh, mal schauen. Ich glaube, danach könnte es auch Zeit werden für ein neues Schiff. Also ein oder zwei. Bitte? War schon ein bisschen was abgekriegt, aber viel kaputt ist nicht. Also eigentlich gar nichts. Naja, ich habe schon ordentlich kassiert. Da ist eine Cutlass. So. Ja, da geht noch eine lustige Kurven. Gesehen? Ja, ne? Das sah ziemlich faszinierend aus. Ups. Da habe ich sein Cockpit weggeschossen. Ey, auf zu schießen. Ich hab aufgehört, also ich würde doch niemals auf dich. Ah, ja, da ist ja noch einer. Achso, wir haben noch einen. Was beschützen wir da eigentlich gerade für ein Schiff? Keine Ahnung. Also das Prinzip von der Buccaneer ja, finde ich zwar schon spannend, aber das ist auch so ein TIE Fighter, weißt du? Was meinst du mit TIE Fighter? Fliegender Sarg. Ja, aber ist das allerdings nicht. Noch meine Cutlass Black. Attacke! So, spawnen die alle nach und nach, oder? Ja. Achso. Bin ich froh, wenn ich in dem nächsten Patch dann endlich meine Raketen zuweisen kann. Und nicht irgendwie random welche verschieße, wo ich mir denke, ja, irgendwas schießt da ab und trifft schon. Ja, das stimmt. Soll das mit dem nächsten Patch schon kommen? Ja. Oh. Glaub ja. Okay. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Du willst erstmal Schiff wechseln jetzt, oder? Bin am überlegen, was haben wir denn? Hä? Delivery Go Fish. Alles klar. Irgendwer beschießt mich gerade. Was? Verstehe ich nicht. Wo wollte ich denn? Da wollte ich hin. So, Mercenary. Remove Claim Jumpers. Ja, es wird schon wieder so ein ja. Share. Ich hab nochmal so einen kleinen Vierer-Auftrag geshared. Und dann kann man ja langsam. Haben wir schon wieder nichts ein. Oh, Verzeihung. Wieder um Planeten rum hier. Könnt ihr sich nicht mal von der Seite entscheiden hier? Das ist ja schrecklich.
Kann ich dir oben durch die Scheibe in... Ne, das probieren wir nicht. Mit, du meinst den Charakter rausschießen? Ja. Das ging mal. Ja, mit ballistischen theoretisch sollte es jetzt auch noch gehen. Oder? Ja, theoretisch ja, aber ich glaube, das wird nicht durchgeführt. Das wird aber nicht wirklich durchgeführt. So, ich bin soweit. Ah, wieder eine Valkyrie. Warum nicht? Wie, was, warum nicht? Wir gerade schon wieder ein wegen die Raketen. Nein, flieg nicht hinter den Felsen, dann treffe ich dich nicht, du Penner. Fliegst du hinter den Felsen? Wow! Sieht ja schön, schön aus, wenn der ganze Kram so einschlägt, ne? Wow. Schöne Explosion. Verdammt. Was denn? Ach, der ist explodiert, während die Rakete gerade losgeflogen ist. So ein bisschen schneller. Okay. Was fliegt hier für eine Rakete? Zieht das durch die Gegend? Nee, ich sehe keine. Ey, bei mir fliegt hier die ganze Zeit eine Rakete im Kreis. Das scheint, sie hat es hier wahrscheinlich nicht gefunden. Hallo, was denn? Ist schon schön, dieses Feuerwerk. So. Ja gut, wollen wir dann diesen 30-Millionen-Job machen? 30-Millionen-Kilometer-Job machen? Ja, 30-Millionen-Job. Würde ich gerne machen. Hätte ich erstmal so auf hohen Kante. Dann müssen wir nach Delamar. Oh Gott. Ja. Delamar. Bin in Richtung und spule. Kalibriere. So, ich muss ihn erstmal tracken. Tracken. So, aus das Ding. Hui. Da ist ein Kendo. Hier. Ja, ich stehe hier einfach. Fliegt ja, das hat wahrscheinlich wieder geklappt gleich. So, ich bin fertig. Die Tiefen des All, Tiefen des All, unendliche Weiten. Das heißt doch, Leute, dachte ich, unendliche Breiten. Ein anderes Schiff. Donk. Achso, ich muss jetzt drücken. Okay. Ja, ja, ich nimm. Ja, sag doch was. Du musst drücken. Oh. Okay. Nicht zu doll, das gibt sonst alles in die Hose. Wo ich mich auch schon drauf freue, sind die neuen Animationen bei dem Wiedereintritt in die Atmosphäre und wieder raus. Oh ja. Da freue ich mich. Oh, schönes Bild. Wir sind tatsächlich nah genug beieinander, dass wir uns sehen. Du bist über mir. Echt? Mein ja. Quantum Drive ist kaputt. Warum? Weil ich in dieser Vorstufe hänge, wo er eigentlich gerade den Speed aufbaut. Und er kommt aber nicht richtig rein.
Jetzt habe ich langsam Angst. Ja, nennen wir es nicht Bug, nennen wir es Feature. Oh, meine Düse hat auch so ein bisschen Bildzündung hinten links. Ah ja. Damit komme ich bestimmt nochmal durch den TÜV. Die Freelancer habe ich wegen der Mercury Starrunner, glaube ich, ne? Ja, wenn du eine Starrunner hast, hast du eine Freelancer ohne Herald. Ja, okay, dann erklärt sich das. Dann wird da dann so ein Schuh draus. Boah, das lässt mich jetzt echt nicht los mit der RSI Gunship. Hast du einen Namen? Oder ist da auch nix? Ich guck nochmal, ich weiß jetzt gerade nicht. Ja. War das in dieser. Ist schon wieder mindestens ein Tag her. Ich weiß nicht, ob da schon wieder neue Sachen kamen oder. Mal eben. Aus dem PTU. Immer diese geleakten PTU-Bilder. Wir sind gleich übrigens da, so mehr oder weniger. Es gibt eine Silhouette. Um Gottes Willen. Hast du die mir weitergeleitet? Ja, aber kann ich machen. Hab ich. So. Toll, ich kann zu der Quantum-Geschichte kein Beacon setzen. Also zu der Quantum-Beacon kann ich keinen Weg setzen. Ein bisschen schade. Ich hätte mal die Frage, wie groß ist das Gunboat, ne? Die Hammer zählt ja auch als Gunboat. Das ist. Oder Gunship. Ja. Okay, das ist die Geschichte von DCS. Hast du schon irgendwie einen Punkt, wo man hinfliegen könnte? So 500 Kilometer? Na gut, können wir auch zu Fuß machen, aber. Hat sich? Oh, wir sind schon da. Ja, ja. Also ich fliege da jetzt zu Fuß hin, weil ich kriege da keinen Punkt hin. Wenn du den OM-Punkt nimmst, also definitiv schon mal näher dran. Das ist ein Argument. Zumindest. Ja. Gut, die paar Meter können wir machen. Wenn die da. Das sieht aber echt komisch aus. Die Silhouette. Also die werden wir gleich hier auch nochmal reinsetzen. So, die letzten 250 Kilometer machen wir dann zu Fuß, wa? Also könnten größere Schiff sein. Also so Hammerhead-Größe, hätte ich jetzt gesagt. Oh. Spectrum-Posts, die sich um dieses RSI-Gunship gedreht haben, wurden, nennen wir es, beseitigt. Okay. Das ist ja auch nicht schlecht, dass das dann schon gelöscht wurde. Okay, was? A Stealth Battleship with Overpowered Broadside Capabilities. Was kann dann kein Spielerschiff werden? Naja, Battleship, das muss ja kein Battleship sein. Ja, Kampfschiff, Stealth? Ja.
Stealth Gunboat macht überhaupt keinen Sinn. Und von RSI gleich gar nicht. Ja, gut. Wenn es von der Formgebung her zu RSI passt. Ja. Aber es ist schon ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Outside Focus Gunship. Also es würde mich wundern. Wobei relativ viel, was da in dem Leak Discord gesabbelt wird, ist ja bisher eingetreten, ne? Ja, gefühlt alles. Ich frage mich nur, okay, wenn die Spektrum-Geschichten gelöscht wurden, frage ich mich halt so, okay, zum einen, warum wurden die gelöscht? Und, also ich meine, so eine Leak-Diskussion im Spektrum, ja, meine Fresse, ne, da ist drauf geschissen. Also ganz ehrlich, das würde ich als Betreiber der Seite sagen, ja, diskutiert doch, habt ihr was zu tun. Löschen würde es ja nur, wenn es halt irgendwie vielleicht tatsächlich, wenn man nicht möchte, dass es sich zu sehr schon verbreitet, wenn man sich so eine kleine Überraschung aufheben möchte. Frag mich gerade, wann und wie. Also zum einen, wie sie an diesen Leak rangekommen sind. Gut, ich glaube, das fragt sich auch CIG. Aber ich frage mich halt, wenn das wirklich stimmt, wann das rauskommen soll, diesen Monat ja, noch? Das liegt daran, dass es halt wo explizit halt darüber gesprochen wurde, was es halt alles haben soll. Und das steht halt da, einer von CIG hat nämlich geschrieben, while we are unable to confirm or deny the authenticity of leaked content, these types of posts are not permitted on Spectrum. Okay, weil wir es weder bestätigen wollen, also weil wir es nicht bestätigen können und nicht verneinen können. Ja, aber ja, das ist... Also solche angeblichen Leaks sozusagen sind halt auf Spectrum nicht erwünscht oder erlaubt. Ja gut, aber ganz ehrlich, also du kannst so ein Leak, warum sollst du es nicht dementieren können? Ganz ehrlich, schreib, also wenn du es nicht vorhast, so dann ist nichts einfacher zu sagen als so, nee, das ist Bullshit, das Ding. Weißt du, wie ich meine? Ja, die gehen halt auch von der Website Rules Standard of Conduct aus sozusagen. Also ich bin jetzt hier in der Ecke und hier ist gerade nichts. Ja, ich weiß nicht. Scheiße. Was denn? Ah, man sollte nicht fliegen und verdammt nochmal am Telefon spielen. Wo soll ich dich abholen? Nö, alles gut. Die Harbinger ist robust. Ich hab gerade mit 1000 Meter die Sekunde einen Stein gerammt. Ich hab nicht mal ein Teil verloren. Fliegt einfach straight weiter. Ich frage mich, wie es dem Stein geht. Toll, der Stein hat jetzt irgendwie eine Beule. Super. Aber der Contract ist weg. Hier ist nix. Vor allem steht auch da, while we strike to avoid such touch, measures should posts of this nature contain steeper penalties may be applied to your account up to and not excluding an account suspension. Also sprich, dass sie auch mit einem kurzzeitigen Bann drohen, wenn man das wiederholt macht. Ja. Wenn die da so harsch vorgehen, kann ich mir vorstellen, dass da irgendwas Wahres dran ist. Ja, weil ansonsten wird es halt absolut keinen Sinn machen, weil wie gesagt, wenn da nichts dran ist, dann kannst du es halt pillepalle-mäßig sagen, ja, nee, das ist Bullshit. Das wird nicht kommen. Ist so. Weißt du, das ist nicht weiter schlimm einfach. Du brauchst ja nur, also du musst ja nur irgendwie ein Dementi quasi machen. Quatsch, du kannst es ja nur nicht dementieren, wenn es dann vielleicht doch irgendwann kommen könnte. Richtig. Und das ist halt,
Boah. Jetzt auch komplett ignorieren können, so nach dem Motto, ja, ja, quatsch dir bloß. Ja, eben. Ja, hier ist nix. Clear Sector of Hostiles. Aha. Mal wieder so ein Verwackter. Ich habe hier eine Mission von Rico. Rico Batag. Den Namen mag ich nicht aussprechen. Der hat die, wollen wir mal ausprobieren. Die Schere. Der ist theoretisch gesehen auch gar nicht so weit weg. Oh ja. Praktisch gesehen hat man wahrscheinlich wieder manuell hinfliegen dürfen. Oder? Ich fürchte. Ist auch nichts in der Nähe, was so ein bisschen näher ist. Und ja, ich weiß, dass das ziemlich falsch klingt. Also ich bin am überlegen, ob ich erstmal zu Delamar springe und dann über die OM-Punkte weitermache. Ja, das mache ich. Was mich jetzt so richtig weit gebracht hat. So, ich springe zu OM4. Von da aus fahre ich wieder zu Fuß weiter. Wo bist du? Keine Ahnung. Du fährst komplett zu Fuß? Mir sagt er, ich bin zu nah. Da müsstest du aber auch schon OM4 benutzen können. Was man nochmal machen müsste, ist dieses ganze Alarmgeleuchte ausmachen und wieder auf normal. Man so viel, also so schlimm sehen jetzt die Beschädigungen von außen auch nicht aus. Also die paar Beschleunigungslöcher. Okay. Was denn? Ja, ein paar Beschleunigungslöcher. Ja, das, also 2, 3. Kaum der Rede wert. Aber wenn eine Silhouette schon da ist, dann dürften die ja auch relativ viel schon haben an Daten, ne? Es gibt jetzt übrigens 3 neue Schiffe mit Preisen. 3? Einmal die Envil C8 Piskis. 406.000 Alpha UEC. Die Envil Carrick. Auf dem Leak Discord bist du gerade, ne? Ja. Okay. 26 Millionen. 657.000. Ist aber okay. Warno Defender. 2,781 Millionen. Also 2.781.000. Ja, da müssen sie nur noch für die ganzen Schiffe, damit sich das lohnt, die zu ergrinden, halt die Serverstruktur so bauen, dass es halt persistenter alles wird. Ich bin auch 120 Kilometer von entfernt. Und du? 150? Hä, dann musst du ja an mir vorbeigeflogen sein. Seh dich nicht. Vielleicht komme ich von der anderen Seite. Ach nee, da sehe ich dich. 60 Kilometer von mir. Okay. Trete ein bisschen auf die Bremse. Jetzt schon? Ich weiß es nicht. Also ich wollte da mit dir halbwegs zusammen hin, aber gut, dann bleibe ich bei der Geschwindigkeit. Gas. Okay. In Maximalgeschwindigkeit bin ich eh schneller wie du. Das kannst du haben. Ich habe auch da so leichte Probleme mit meinem Triebwerk. Vielleicht liegt es da dran. Also es sprüht so ein bisschen Funken.
Ah, TÜV müsste ich da noch, damit noch kriegen, bin mir sicher. Den von Drake abnehmen, das ist bestimmt auch, das ist normal. Das muss so. Uns gar nicht anders. Das ist ein Feature, wenn man auf dem Planeten ist mit Atmosphäre, dann kann man darauf die Würstchen braten. Eine Fehlzündung, Würstchen weg. Sie wollten noch Kohle, oder? Einfach geschmolzen. Das lässt mir jetzt mit dem Gunship keine Ruhe. Vor allem, weil ich mir jetzt eine neue Festplatte gekauft habe oder beziehungsweise bestellt hatte. Was damit zu tun? Das ist eine SSD-Festplatte. Dadurch war das Gunship nicht schneller. Das ist richtig. Aber die Festplatte war sehr teuer. Also nicht sehr teuer, aber sie war schon teuer. Doch sehr teuer. Ich bin gespannt, wenn es wirklich so was Großes wird wie die Hammerhead. Bisschen hinter dem Felsen. Fuck, ich muss jetzt noch rundherum fliegen um den komischen Klotz. Naja, ich muss da auch drumherum. Ich hab so ein bisschen. You're here for patrol, right? Great. Hang out for a sec. We'll get going shortly. Await further instructions, mach ich. Stein! Das war knapp. Oh, ich mach mal die Scheinwerfer an. Da ist die Harbinger. Da ist irgendwas auf das Scan-Dings. Da einer? Nee. Da ist eine Drake Herald. Crusader. Surveillance. Ja, so hier, ne? Wahrscheinlich Überwachung, meine ich, müsste theoretisch. Jetzt da. So, komm, gib uns den Job, wir wollen wissen, wo wir nicht hinwollen. This is gonna work. I send you to patrol points. You check out each of those jetzt. Points while I monitor from here. Anyone takes a shot, you handle it. Was denn? Voll Area nicht. Die bitte nicht angezeigt? Go to patrol area ist 37 Kilometer entfernt jetzt bei mir, haha. Aber ist auch hinter dem Stein, ist der ganze Quatsch. Ich bin ja schon hinter dem Stein quasi. So, rum mit dem Arsch. Ja, ja, Triebwerk überhitzen. Schnick, schnack. Nur weil da eine Flamme rauskommt, heißt das noch lange nicht, dass man nicht noch mehr Schub geben kann. Ich habe jetzt eine neue Comic-Serie für mich entdeckt. Conquest vom Splitter Verlag. Eliminate Hostiles. Ist auch so eine Science-Fiction-Geschichte. Ah toll, M50. Du hast so ein paar Schiffe am Hintern, ne? Oh, bei mir leckt es gerade wie. Stein, Stein, Stein. Also nicht bei mir, bei dir. Die Steine. Hier sind überall Steine. Deswegen ja. Oh Gott. Nee, rechts, links, oben. Verdammt. Ich hab's gerammt. Es hat nicht gerammt. Irgendwas ist passiert. Oh Gott, das ist ein Kotz. So, den habe ich. Oh Gott, ich komme gerade überhaupt nicht zurecht. Was hast du denn? Das, die sind aber auch wieder durch die Gegend zuckeln. Echt, das ist... Ja, das ist ja das. Deswegen hat er mich auch irgendwie gerammt. Obwohl ich ihn eigentlich nicht gerammt habe, aber der hat dann noch irgendwie ein komisches Ausweichmanöver gemacht und dann ist er gegen mich geknallt. Diese ganzen Steine hier mit der Kurz ist nicht gut, wenn ich schnelle Manöver fliege. Das stimmt.
Da kriegst du. Hab ich jetzt 10 FPS gekriegt? Ja. Ist hier noch einer? Ja, nein. Ja, nein. Der ist. Der dann auch durch die Frackteile fliegt, weißt du? Ich hab das. Ja. Guck mal, Patrol Area 35 Kilometer entfernt. Fliegt er da so schön provokativ durch die glühenden Teile durch, schiebt die weg. So, dann. Ich glaube, wenn ich mir da mit Fixwaffen fliege, muss ich irgendwann mal wieder den Stick konfigurieren. Mit Maus, das ist ein bisschen komisch. Auf die Dauer zumindest. Ich bin mal gespannt, ob die Fixed Weapons und so einen ganzen Kram auf lange Sicht drin bleiben. Also ich sehe da tatsächlich noch echte Probleme, weil dieses Gimbal. Das Problem ist, du, dann musst du ja gerade bei Schiffen wie bei der Vanguard, musst du das ganze Schiff umbauen. Ja, du brauchst einfach nur die vier Nasen-Dinger mit einem Gimbalport, also dass sie automatisch gegimbelt sind, ausstatten. Leichte bewegliche Nase und gut. Ist das so einfach? Ja, warum nicht? Also ich sehe halt, dass das ist nie was Einfaches. Ja, okay. Ja, in der Theorie nach meinem gefährlichen Halbwissen Verständnis ist es so einfach, aber das Problem ist halt einfach. Ah, nächste Patrol Area. Nein, warte, Eliminate Hostiles. Also ich finde es halt bisschen gut, momentan liegt es halt mit irgendeinen Servern. Aber weiß nicht, da diese Gimbal-Geschichte, wenn man da keine Düppel oder sowas für einsetzen kann, um die auszukontern, wenn man damit beschossen wird, dann ist Gimbal einfach wesentlich stärker als die Fixed Size. Das macht dann auch nicht der mehr Schaden-Output, wenn du halt Gimbal auf Fixed änderst. Also, finde ich mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Und gegen NPCs und sowas muss wir hier, wie wir ja schon merken, auch der Server mitspielen. Ja, mir habe ich zumindest dann gerade zwei geteilt, aber irgendwie fliegt immer noch rum. Irgendwas ist da gerade. Was macht der denn da? Der taumelt. Jetzt taumelt er nicht mehr. So. 40 Kilometer noch. Nee, ich weiß nicht, dieses ganze Fixed Gimbal-Gedöns. Also wenn nicht die Gimbal-Waffen irgendwie eine Möglichkeit kriegen, dass sie ausgemacht werden können, wenn man damit beschossen wird, dann finde ich das relativ schwer da. Also schwer zu balancen vom Gefühl her. Ja. Gut, vielleicht liegt es momentan auch nur an den Servern, aber. Früher gab es damit auch keine Probleme. War der Marina Commander oder so? Ja, aber die, also zum Beispiel, ich fliege jetzt ja auch mit Gimbal-Unterstützung, dass ich da halt ne, nicht so genau schießen muss. Und das ist halt natürlich schon ein extremer Vorteil. Also gerade Marina Commander, weil du da halt, wenn du da ein Gatling oder ballistische Waffen drunter schraubst, dann kannst du da schon durch die Gegend trotzen und du hast ein relativ sauberes Schussbild. Du musst nicht mehr so gezielt arbeiten. Sollen die auch Mendel sagen? Sowas wie Gimbal kennen die gar nicht bei ihren Schiffen. Wendul Schmendul. Was? Halt deine Raketen, ich will die nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich will auch nicht. Ups. Da war ich etwas zu schnell. So. Ey,
du hast die Tür offen. Wer? Ich? Der da. Wer? Komische Cutlass halt wieder. So. Kaputt. Mal diese, Alter, dieses Vor- und Zurück-Rubberbanding bei den NPCs geht einem dezent auf den Keks. Ja, wenn du mit Fixed-Waffen hast, versuch da mal den Pip zu treffen, wenn diese ganze Zeit immer in uns herzuckelt. Ja, eben. Moin, Headbam. Hallo. Ich fast wieder HD gesagt, aber Headbam, so ist ja die richtige, korrekte. Also, ne? Ich hab's gelernt. So ähnlich viel mit den Landepads finden. Lernfähig. In dem Alter. Ey. Vorsichtig, du bezahlst meine Rente. Oh Mann. Da weißt du ja schon, dass du nicht viel kriegst, oder? Ist richtig. Ich gehe von einem Schlag im Nacken weniger aus. Mann. So. Ich meine, gut, nächste Woche wäre eigentlich konzeptuell wieder möglich, ne? Ich bin 29. Bitte? Ich sage, ich bin 29. Ach so. Junger Hüpfer. Da. Wie ich? Ich hab die Dings aus dem Leben gerammt. Sam, lass das Poster an der Wand, auch wenn deine Fliege dran ist. Ah, shit, oh, ich bin hinter mir so einer. Wir haben irgendwelche Raketen überholt. Was los, Samchen? Was denn, was willst du hier machen? Gleich das Schiff, das ist wahnsinnig gerade. Was meinst du? Ich wechsle gleich das Schiff, das macht mich ja wahnsinnig. Bums. Können wir es dann bald machen? Ja, wir jagen halt ein paar Bounties. So, einfach mehr oder weniger ein bisschen fröhlich Mission. Kendo hat so ein bisschen was von League Discord mal wieder gedroppt. Ein theoretisch neues Konzeptschiff von RSI. Ein Kanonenboot. So. Das sieht schon wieder so stolz aus. Gunboat. Ja, Gunboot gibt's ja nicht, wenn dann Gunship. Dann halt Gunship. Wir haben zwar selber Boot geschrieben, aber. Wir können noch mal. Boot fährt auf dem Wasser. Wollen wir Claim Jumper? Warte mal, Investigation? Was haben wir? Warte mal, ich will jetzt erstmal zu Levski und erstmal Schiff wechseln. Levski, ja gut, können wir machen. Du wolltest eigentlich auch wechseln, oder nicht? Ja, ich hab so ein paar Löcher. Die sind so ein bisschen nervig. Obwohl, ich freue mich schon auf das neue Landesystem. Oh, da freue ich mich drauf. Ne, wo ich nämlich gerade am Überlegen war, war tatsächlich die Geschichte mit, wann etwa so konzeptuell immer rausgehen. Das ist. Warum leuchtet der Levski-Krater blau? Weil Rambo da blaues Licht reingeworfen hat. Jetzt, wenn du näher kommst, wird's weniger. Das ist interessant. Ich
glaube, ja, so leichte Probleme habe ich mit den Triebwerken. Naja, geht aber alles noch. Also schnell wie die Vanguard auch ist, die hat auch ganz schön Probleme. Also bremsen ist auch nicht so ihrs. Wer schneller, also wer später bremst, ist länger schnell. So rum. So kann man das natürlich auch sehen. So. So. Mal gucken. Levski Landing Area. So, na dann. Machen wir mal. So, mal Hangar auf hier. So. Ach, da geht er runter. Landen, nicht abstürzen. Alles gut. Okay. Komm. Wenn ich gleich eine Explosion sehe, muss ich lachen. Ich bin schon gelandet. Mist. Ja, Mist. Nix. Was denn? Warum ist meine Luke hinten auf? Weil die ist kaputt, die geht auch nicht mehr zu. Ja, die wahrscheinlich. Ja. So. Und hinein in den fröhlichen. Was auch immer. Fröhliches, was auch immer? Hangar. Call Elevator. So. Ausrichten. So. Caution Deck Collision, ja, auch schön. Können wir machen. Plumps. So. Kann ich denn hier die... Ah, ich bin so selten... Ach, da. So selten mit der Freelancer unterwegs. Also dieses rote Alarm-Warnlicht würde ich ja auch gerne ausmachen wollen. Zumindest wird mir der Ausgang angezeigt. Das finde ich ja wiederum schon mal ganz nice. Wenn du mal bist, das bringt dir das herzlich wenig. Ausgang hier, okay. Ja, aber wenn halt Energieversorgung und alles kaputt ist, plonk. Ja, dann ist das ja schon ganz nett. Ja gut, das sind so ein paar kleinere Beschleunigungslöcher. Oh, wird wieder alles kaputt gemacht. Gar nicht, das ging doch nicht mehr durch den Lack richtig durch. Also ich sehe noch keine Kabel bei den, nennen wir sie Löcher. Und solange man keine Kabel sieht, ist es nicht so schlimm. Was denn? Ach, nix. Willst du mir irgendwas sagen? Ich fürchte, hier im Arsch der Heide finden wir übrigens auch relativ wenig Missionen. Seit wann hat eigentlich die Gladius Fixed Weapons? Jetzt ein Großteil irgendwie auf Fixed umgestellt, frage mich nicht warum. Okay. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Ach, was mir gerade mal einfällt, wir könnten eigentlich mal ganz kurz die Silhouette von dem Schiff, was du da hattest, zeigen, wa? Wo ist? Mach ich. Klick. Also wenn ich die Silhouette sehe, kann ich mir schon sehr gut einen RSI-Schiff dahinter vorstellen. Ja. Was man so anmerken darf. So. Ich hoffe, man sieht das Ganze einigermaßen. RSI Gunboat STL.
Wo ist vorne? Ist die Frage hier vorne oder ist das hinten hier vorne? Ne, das hinten, genau. Also rechts ist vorne. Ja, ne, hier. Ja, und das andere ist hinten. Oder zumindest, ne, dass du hinten wieder so Triebwerksgondeln hast, wie es bei RSA ja normal ist. Vorne ja. Halt so ein eckiges, vorne zusammenlaufendes Cockpit. Wie das halt bei Polaris, Apollo und sonst überall hast. Ja, stimmt. Was das drumherum, diese abstehenden Dinger da. Geschütztürme? Ja, aber je nach Schiff, das ist das ein UFO. Ja, das fliegt im All, hoffentlich. Das ist das theoretische neue RSI Gunboat. Das ist theoretisch der perfekte Begriff, weil es da ein unbekanntes Flugobjekt ist. Das ist ja komplett unbekannt. Das ist nur eine Silhouette. Es ist richtig. Ja, dann ist seine Raketen vergessen. Erinnert auf jeden Fall, also erinnert an eine Polaris vom Triebwerks, also das so von dem Aufbau sein soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding groß wird. Halbgröße, das wäre schon echt krass. Glaube ich, naja, glaube ich nicht, ist falsch gesagt. Also ich sag definitiv unter 100 Meter. Ja. Also die Form erinnerte mich so ein bisschen an die Polaris, das meinte ich damit. Ja. Das ist halt so der Punkt. Unter 100 Meter kann ich mir auch gut vorstellen. Also wenn es, also ich, also definitiv größer wie die Conny. Ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen so 80 Meter. Ja, wobei auf der anderen Seite, wenn das Ding halt tatsächlich so ein paar mehr Geschütztürme kriegen soll, dann sind wir schnell schon wieder bei Hammerhead-Größe, ne? Ja, das ist halt wieder die Frage in einem Discord, der sich halt auf Star Citizen Leaks spezialisiert hat, da kommt das her. Ja. Das ist halt die Frage, weil es halt steht, also es soll eine so eine relativ starke Breitseitenbewaffnung haben, also kann ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht an den Seiten halt relativ starke Geschütztürme hat, die eher für größere Gegner gedacht sind, wie zum Beispiel, wie das bei der Javelin hast, dass du halt rechts und links halt zwei, drei Türme hast, die jeweils nach rechts und links schießen können. Ja. Hoch ein bisschen runter. Aber dann bist du ja schon wieder bei Ja, nicht die Größe der Geschütztürme, aber so in der Art aufgebaut. Ja. Also ich gehe nicht davon aus, dass der dann Size 7 Knarren da rechts und links dran hat. Also das und genau das ist ja die Frage, die ich gerade stellen wollte. Was ist der Job von diesem Gunboat? Also wenn es halt ja einfach nur viele Waffen tragen soll, wie die, war das die 130, die das Bodenunterstützungsflugzeug, was im Prinzip im Kreis fliegt. Genau. Das aber ist da ja, hieß es ja eigentlich, dass die ja die Redeemer auf die Art und Weise umbauen wollten, dass es diesen Auftrag erfüllen kann. Ja, ja. Genau, also eben. Macht es für mich jetzt nicht so den Sinn, da jetzt irgendwie ein RSI-Schiff für rauszuhauen. Aber das ist halt, es wirkt halt so, als könnte das wirklich sein. Ja, weil das Ding ist halt, wenn du da wirklich so große Breitseitenkapazitäten dran schrauben willst, dann braucht das Ding halt schon eine gewisse Größe. Da wäre eine Constellation, wenn noch Betten drin sein soll und eine Kombüse und noch Stallungen. Das alles braucht Platz. Ja, dann kann es theoretisch wahrscheinlich doch einmal halt Größe sein. Ja. Och nee. Dann wird das nämlich auch gleich wieder eine Runde teurer. Ja, das ist ja mein Problem. Ja, eben. Deswegen sage ich ja auch nee. Genau, das unterschreibe ich. Dieses auch nee. Also theoretisch könnte das Ding nächste Woche veröffentlicht werden. Oder was würde denn der Chat sagen? Was interpretiert ihr denn aus dem Bild? Außer UFO. UFO ist klar. Weil ich muss mich ja nicht mehr immer mit Knacks unterhalten. Ihr könnt ja da oben ein bisschen was reinwerfen. Theoretisch ja, praktisch auch. Ah. Halt so, wo ich mir denke, wäre schon interessant. Ja. Aber da ist es, kann ja eigentlich gar nicht als nächstes kommen. Warum nicht?
Weil der Greycat Mining Rover Buggy da Vorrang hat. Zumindest laut den Leak-Infos kommt der als nächstes. Okay. Dann, warte mal, wann ist die CitizenCon? Im Oktober. Naja, das ist nicht mal so lang hin, ne? 4 Monate? Ne, nicht mal mehr. Eben. 3,5. Was haben wir jetzt, den 20. Joa, 3 Monate und ein bisschen was. Also ich sag mal, CitizenCon war ja immer mit einem größeren Schiff verbunden, eigentlich. Gut, letztes Jahr war es die Kraken, aber auch die ist ein größeres Schiff. Dieses Jahr RSI Sponsor von der? Kann man sich gut vorstellen. Also wer Sponsor ist, hat noch keiner gesagt, aber RSI würde Sinn machen, da RSI schlicht und ergreifend ja, Robert Space Industries und dann, weil sie ja da das auch, Gott, wo sollte das physisch eigentlich stattfinden? War doch auch da, wo das erste Studio aufgemacht wurde, ne? In der Stadt. Los Angeles. Ja. Ist das nicht eines der ersten Studios gewesen? Ich glaube, das in Texas, oder? Okay. Bin mir auch nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Naja, aber auf jeden Fall, da ja eh viele vermutet haben, dass das eine größere, also dass sie da ein bisschen mehr revealen, oder zumindest haben wir das ja vermutet, wegen Squadron 42 und hast du nicht gesehen, würde das aber halt auch Sinn machen, dass sie sagen, okay, RSI. Das hat selbst Jared gesagt, also selbst der hat das auf Twitter gesagt, dass dieses Jahr CitizenCon quasi in Anführungszeichen unvergesslich wird. Oh. So, und das, also wenn, ne, ich, Jared übertreibt zwar ab und zu gerne mal, ja, aber wenn er dann sowas sagt und da Bezug auf die CitizenCon nimmt, glaube ich ihm da schon ein bisschen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, also wenn das Ding tatsächlich eine Rutsche größer wird, dass das dann zur CitizenCon kommen könnte, Gott. Also, dass es da halt in dem Rahmen veröffentlicht wird. Ja. Das sehe ich genauso. Weil es könnte tatsächlich ein bisschen größer sein. So, ich gehe jetzt mal wieder zurück ins Spiel. Ja, ich warte hier. So, da sind wir wieder. Genug auf ein Bild gestarrt. Männer, die auf Ziegen starren. Das war mal ein Film. Ja, guck nicht so, ich hab mich noch nicht umgezogen. Ja, okay. So. Schiff rufen. Welches wollen wir denn? Wir? Was wollen wir denn machen? Weiß ich nicht. Also, wir wollten ja eigentlich hier die, ne? Ja. Bounties und sowas. Was wollen wir denn? Ich nehme jetzt erstmal die Saber. Gott, da würde ich zwar übelst auf die Fresse mitkriegen, aber ich glaube, ich versuche mich daran auch mal. Es ist so Ewigkeiten her. Gut, meine habe ich schon ein bisschen umgebaut. Das ist voll gut. Ich meine nicht. Ja, ich habe Gimbalwaffen dran, du fixst. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ja, wir müssen hier sowieso erstmal von wegfliegen, damit wir Missionen machen können, weil hier in der Kiste habe ich nicht besonders viel. Ja, ja. Auf Anhieb den richtigen Hangar. Ich bin tatsächlich lernfähig. Dafür, dass das Ganze hier eigentlich so ein... Wait. Ich dachte, der trägt einen Helm. Nein, das ist nur seine Frisur. Der trägt eine Frisur. Aber steht da so, ne? Hab 8 Stellung. Jetzt nenne ich ihn Prinz Eisenherz. Weil ich fand, das ist, also ich finde, dass er sagt, ich finde, das ist voll die Prinz Eisenherz Gedächtnisfrisur. Delamar müssten sie wahrscheinlich auch nochmal überarbeiten, ne? Vieles über. Das ist halt das Problem. Dadurch, dass sich alles immer weiterentwickelt, haben die eigentlich. Jede alte Baustelle, die abgeschlossen ist, ist gleichzeitig eine neue Baustelle. Oh, nice. Da merke ich mal, seit wie vielen Jahren gefühlt ich nicht mehr in der Saber saß. Warum? Weil ich gerade die Animation sehr, sehr schön fand, wie
der Repeater zurückgefahren ist und alles. Fand ich sehr schön. Mal gucken. Ah ja, alles auf. Also fliegen wir jetzt erstmal ein bisschen mehr ins Zentrum und gucken dann nach Missionen, oder? Würde ich sagen, ja. Weil hier in der Ecke ist meistens nicht besonders viel. Also, Hirsten. Würde ich sagen, ja. Da, wo wir von weg sind. Wow, und da kann ich dann gleich tanken. Das dachte ich mir auch gerade so. Ja, Fix Weapons. Ein Träumchen. Hör dich. Wehe, du rammst mich. Aber ich sehe dich nicht. Ich bin hinter dir. Gut. Dann sind wir mal an den Bums. Hab ich. Nicht mich. Achso. So, bin fertig. Diese Quantumsprung-Geschichte macht einem immer mal wieder Angst. Warum? Bist du durch mich durchgeflogen mal wieder? Ja. Besser musst du sagen, nein. Sehen wir uns denn? Nö. Schade. Das ist auch nervig, dass sobald du irgendwie losfliegst, immer der Raketenschacht offen ist. Ja. Was ich da sogar ein bisschen blöder finde, ist, dass du zwei verschiedene Sorten von Raketen an Bord hast. Ja gut, das macht, finde ich jetzt nicht schlimm, aber... Ja, das ist richtig. Oh, ich freue mich sowas von auf diese Möglichkeiten, seine Waffen bei den Jägern rein, also zu verstauen zu können. Ja, bei manchen Schiffen denke ich mir dann aber, wo zur Hölle willst du die da reinklöppen? Bei der selber zum Beispiel. Wo baust du da das Fach hin? Unterm Nebencockpit irgendwie so. Auf der anderen Seite von der Leiter? Auf die Seite vielleicht irgendwie? Ja. Oder weiter vorne? Weiter vorne neben dem Cockpit? Stimmt, das geht nicht, da hast du deine Füße. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß nicht, unten? Fahrgestell? Unter der Nase? Ne, weiß nicht, dass da irgendwie unter der Nase was rausgefahren kommt? Na ja, gut, kommst du unter dich selber einigermaßen hin? Genau. Also, beim. Wenn du zu Fuß unterwegs bist? Jetzt gar nicht. Ah, die ist schon schön. Da bin ich mal gespannt, wie die in dem neuen oder mit dem neuen Flugmodell performt. Aufgrund der aerodynamischen Verhältnisse von den Eggeschiffen denke ich mal, dass die eigentlich sehr gut manövrierfähig sein sollten. Ja. Das eigentlich bei allen. Ja, bei das stimmt. Überall sehr viele Flügelchen und... Was ich nicht verstehe, ist obendrauf dieses rote Leuchtding hier. Warum? Das Schiff? Warum leuchtet das? Ist so ähnlich wie blaues Licht. Rotes Licht. Passt zum Farbdesign? Auch nicht, okay. Keine Ahnung. Ich fahre jetzt erstmal den Raketenschacht ein. Internet kann schon manchmal echt nervig sein. Wieso? Du googelst was, weil du was suchst und nicht informieren willst. Zack, überall Werbung dafür. Eine schöne Animation, wenn der Schacht zugeht. So sieht die echt schön aus. Ja. Muss ich echt sagen. Doch.
Oh, sind wir schon da? Ja, 1 Kilometer weg. Ja, 5 Millionen noch, ja. Ich muss gestehen, ich habe meine Schiffe bisher noch kein einziges Mal großartig ausgestattet. Weißt du, was witzig ist? Was denn? Ich habe ja nun dadurch, dass meine Gimbals sind ja ein bisschen kleiner. Mhm. Size 2. Ich sehe meine zum Beispiel gar nicht an den Cockpit-Seiten rechts und links. Oh. Deine schon. Ja, stimmt. Das ist richtig. Na, ich bin mal gespannt, ob es. Ich würde mich ja kaputt lachen, wenn das Greycat Mining Fahrzeug, wenn das nicht kommt. Wobei es wurde ja tatsächlich diskutiert auf der CitizenCon, ne? Ja. Ah. Es gibt ja angeblich sogar schon einen Namen für das. Für das Severin Fighter Schiffchen. Oh, wie heißt der? Soll ja angeblich Talon heißen. Talon? Esperia Talon. Parola Talon, ja. Quantum Travel complete. So. Jetzt muss man zum. Erstmal tanken, hast du gesagt. Ja. Heißt. Talstation. Wo ist denn der Hafen? Da ist der Hafen. Gut, dann. Ich würde zu Lorwulf hinfliegen und dann über Lorwulf hochziehen. Wo machst du das? Ich. Bitte? Wo machst du das? Ich springe jetzt zu Lorwulf hin und ziehe dann hoch und fliege dann zu dem Port. Weil du den Port wieder nicht direkt anspringen kannst, weil es ja im Raum sich befindet. Aber das ist ja die. Punkte, wollte ich gerade sagen. OM-Punkte. Ja, aber bis ich mich dann da durchballer. Ja, mal gucken, wer von uns beiden zuerst da ist. Quantum Travel. Kann nichts sagen, aber ich bin da. Mist. Also was halt, also noch nicht richtig da, aber noch knapp 20 Kilometer weg. 20. Lässt sich schwer sagen, aber das große Ding kommt näher. Ich bin jetzt auch gleich da. Quasi bin ich jetzt auch da. Das sind deine Dynamics-Waffen waren relativ teuer, oder? Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich habe nie andere Waffen rangeschraubt. Ach, testen was mal an. Egal. Was ich gerade geil finde, ich sehe meine Retro-Triebwerke. Der Karl ist komplett an mir vorbeigeschossen. Erster! Kannst du vergessen, nur weil ich schön gechillt rumfliege. Manu. Please proceed to assigned landing bay. Wo ist meine Landing Bay? Sag mal was. Ne, wollte ich auch gerade fragen. So, ah. Ah, da. Ich hab's. Ich sehe meine nicht, komischerweise. Okay, ich muss in einen Hangar. Was, mit dem kleinen Ding? Ja, du bist gerade an dem Hangar dran vorbeigeflogen. Ah!
Ob ich da reinpasse, ich weiß ja nicht. Also ich finde, dieses Landepad ist schon so ein bisschen klein. Ja, gerade irgend so ein Typ fast weggerammt. Landing complete. Launch complete. Landing complete. Have a pleasant stay. Ah, war der Knopf. Landing complete. Ich wollte noch nicht wieder abheben. So was. So. Ich habe immer noch eine Anzeige für Treibstoff. Was hab ich denn jetzt? Wow, Quantum Travel Fuel is low. Zum Nachtanken bitte da und da und dann bitte die Mobi-App starten. Wahnsinn, das ist... So, jetzt wollen wir hier wieder starten, ne? Oh, jetzt haben die Tür zugemacht. Also wieder auf. You are clear to launch. So. So, ich bin immer draußen. Was denn? Wäre zu viel gewesen, sie einfach umzudrehen und vorwärts rauszufliegen. Nein, er fliegt mit seinem Fighter rückwärts aus dem Hangar. Ja, hallo? Schön. Ich sehe gerade, wie meine Hangartour wieder zugeht. So, Mission. Genau, such du mal. Bitte. Ich glaube, bei der Station wird entweicht so ein bisschen Gase, so leicht. Ah, die CRG, da müsst ihr aber nochmal ein bisschen gucken, dass das auch passt. Das entweicht nämlich irgendwo um nirgendwo. Das spawnt einfach aus Gründen. Oder die Panzerplatten sind nicht so gut vernietet, dass das dann da... Ich höre Alarm. Du hörst Alarm? Bei dir? Ja, ich habe aber auch gemeint, dass ich eine Katze wahrgenommen habe. Aber meine bessere Hälfte, die auch kurzzeitig gerade zu sehen war, müsste mit den beiden spielen. Teile was? Bitte? Sag ich, teile was? Du teilst was? Ach, guck an. Ja, das sieht gut aus. Müssen wir denn da... ist das wieder bei der Lamar? Nee, hoffe ich nicht. Ist es? Ich glaube, ja. Bei der Lamar habe ich nichts. Hast du... Warte mal, was... was hast du geteilt? Ja, du hast... Du musst die anderen noch abbrechen, die wir noch hatten. Achso, die Bounty Hunter. Freed from Hurston Dingsbums. Ah, okay. Ja, warte. Ja, hier haben wir den Fred. So, gut. Aber irgendwie, ach jetzt, was sagen wir, irgendwie wird die bei mir nicht getrackt. So, ich bin ja erstaunt, ne, dass das Ganze so relativ sauber läuft. Oh, das finde ich gut. Man sieht den. Also, das begeistert mich jedes Mal, dass man von hier oben das große Hurston Dynamics Gebäude sieht.
Finde ich immer wieder schön. Wenn du dich heute anschließen möchtest, Headbam, theoretisch wird's gehen, wenn du auf den Server mit drauf kommst. Guck mal, drücken hier. Achso, ich soll schon drücken. Ja gut, ich drück. Ansonsten auf jeden Fall Montag, wenn wir nochmal eine Runde drehen. Da wollte ich auch wieder eine Runde zocken. Da bist du wieder arbeiten, Kendo, oder? Quantum Travel. Bin ich Arzt-Gay? Wahrscheinlich nicht. Stimmt. Dann könnte man Montag mal alle Mann nochmal gemeinsam. Was macht die Truppe? So. Jo. Was denn? Jo. Hm? Ich wollte damit bloß sagen, dass es halt drückt. Ach so. Okay. Oh! Gottes Willen, was war das? Ich hab mich gestreckt. Gleich ein Herzinfarkt. Oh Gott, was war das? Ah, ich muss schon wieder langsam. Ne, muss ich nicht. Was trinken? Nach der Mission. Ja, ja. Es geht schon wieder runter. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wenn es dann losgeht mit Pipi und auf Klo gehen und. Kriegst du ja wieder wahrscheinlich schlechte Laune. Krieg ich jetzt schon schlechte Laune. Jeder muss kacken. Das ist ein Computerspiel, da kackt man nicht. Also bei A kackt man auch, aber dem ist scheißegal, der scheißt einfach irgendwo in die Ecke. Da musst du nicht mehr aufs Klo gehen. Sogar ohne Ecke scheißt er dahin. Obwohl bei Ark mittlerweile gibt es da einen Klo und du kriegst sogar einen Buff, wenn du auf dem Klo kacken gehst. Das ist sehr beruhigend. Also willst du das, dass du das auch machen? Du kriegst einen Buff, wenn du das machst. Ich weiß nicht, ob du dann die Buff kriegst, wenn dir ein Anzug scheißt, aber. Das kriegen wir ja dann raus. So, erstmal hier auf Kampfgeschwindigkeit gehen. Erstmal auf Kampfgeschwindigkeit. Bounty auf dem Spieler. Haben wir denn da einen? Nee. Das ist schon die ganze Zeit nicht. Also die. Irgendwie gibt es in letzter Zeit wenig Leute, die Mist machen. Ich will gerade keine mehr in den Knast. Ja, das ist ein bisschen blöd. Eigentlich hatten wir das vor, halt dass wir uns andere Spieler mal suchen, aber blöderweise gibt es irgendwie keine. Oder auch gut oder für uns. Wird's nicht peinlich für uns. Ja. Ich sag mal so, teilweise, wenn wir irgendwie mal einen Crime-Stat hatten und wollten uns dann runterhacken, irgendwie zwischendurch kam dann halt einfach mal jemand mit Natalie und hat uns mit den Torpedos weggebombt. Da hat er dann quasi die Kohle für gekriegt und super. Also. Corporate in all their wisdom have ordered us to run these ops remotely. So I'll stay here and monitor you. Ich musste meine Waffen umschalten. Halt, was willst du umschalten? Auf Waffengruppen. Wo war denn das? Kann man das nicht im Menü machen? Hm. Jetzt gesagt irgendwie über den Waffendisplay, aber. Okay, das wäre mir neu. Du konntest das mal einstellen, aber das war dann über Dings. Und da hast du dann eigentlich bloß eingestellt, dass der Waffengruppe 1 und 2 halt mit derselben Taste abfeuert. Naja, das würde ich ja. Aber das musst du im Hauptmenü machen. Über Keybindings. Ja, die Keybindings mit zweiter Waffengruppe und erster Waffengruppe ist ja klar, habe ich ja. Aber mir geht es darum, dass ich auch die Waffengruppen den Waffen unterschiedlich zuordnen kann. So, Eliminate Hostiles. Bist du schon da? Bin schon da. Der rast immer so, der Junge. Warum sagen wir mal alle, ich rase? Nicht mal. Ich sag jetzt nichts. Okay, du bist sportlich unterwegs. Zügig. Zügig ohne Zeugen. Das Wichtige ist, dass du ja während deiner zügigen Fahrweise keine Fotos während der Fahrt kriegst.
Oh, hatte schon lange nicht mehr. Das letzte Mal, als wir aus Geldern zurückgefahren sind. Halt, ich treffe mit meinen Fix-Weapons gar nichts. Oh, wobei doch geht. Hostiles down. We're good. Da fände ich mal mit den Gimbal-Dingern was. Go on, head on out. Was, obwohl ich den Assist drin habe. Eben gerade ging es erschreckenderweise. Magst 442 Kilometer weg, hä? Ja, das ist ein Bug. Du wirst mir auch sonst wo angezeigt gerade. Da fliegt, ich sehe dich, ich sehe, wie du über mir fliegst. Ja. Da habe ich dich auch aufgeschaltet gerade. Okay. Bist du weg? Ja, ich werde zumindest gelockt gerade. Okay. Looks pretty. Contact! Contact! Hostiles inbound! Das ist ja eine Cutlass. Also jetzt nicht, weil es eine Cutlass ist, aber... Turnier. Wieso hat eigentlich die Server keine gegimbelten Waffen mehr? Die hatte doch mal welche gehabt, oder? Ja, ja, aber die haben die halt ausgetauscht. Die haben die jetzt Klammerfixed gemacht. Gut. Die haben ja das Loadout bei ihren Schiffen angepasst. Achtung, da kommt was. Oh, komm. Alright, I think you're good. So. Mark is sent. Aber die Mission finde ich eigentlich ganz angenehm. Oh. Aber... Also ich gehe mal davon aus, dass du am Montag aber auch da sein, bist. Kann es sein, dass diese Gimbal-Sachen... Dieses Gimbal, es ist irgendwie bei den Schiffen alles unterschiedlich funktioniert, also unterschiedlich gut. Das kann sein. Weil ich finde zum Beispiel irgendwie bei der Hornet funktioniert das richtig gut, aber dasselbe ist das irgendwie kacke, weil ich treffe kaum was. Ja, weil du wie heißt das? Scheiße. Wow. Deine Silhouette ist ziemlich ungünstig für die gegimbelten Waffen. Alter, ich treffe hier gar nichts und davon jede Menge. Hat aber auch ein bisschen gedauert. Ich muss gleich nochmal, glaube ich, bei mir eine Taste umbelegen. I think that's the last of them. So, Controls, Keybinding. Da. So. Okay. So ist besser. Können weitergehen. Oh, Invite.
Da wird schon kein Stein kommen. Weiß man nicht, wo. So, da. Was auch nicht gut ist, ist ballistische Waffen an die selber zu machen. Warum nicht? Weil die kaum Platz für Munition hat. Also du bist sehr schnell allergisch. Ich habe nach der ersten Gruppe, ich habe schon keine Munition mehr. Achso, du hast auch ballistische Waffen dran? Voll Stück, ja. Boah, die funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie beschädigt sind, aber die funktionieren nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass die Munition alle ist. Wir sind gar nicht auf Discord, Ben. Wir sind auf einem TS von uns. Eigentlich vom Kumpel von uns. Von Brian. Dies, warte mal, erstmal hier. Entschuldigung, Kendo. Weil den Samstag-Stream, den machen wir immer vom TS aus. Genau, und Montag können wir dann ja nochmal alle mal gemeinsam irgendwie mal versuchen, irgendwas kaputt zu spielen. Ich bin mir sicher, wir kriegen was hin. Aber ich will endlich, dass die blöde Idris ins Spiel kommt, die Idris-Mission. So, wo ist eigentlich Hatbam? Eine Mission geteilt. Gottes Willen, das ist ja hier Schlag auf Schlag. Ich habe gleich 3 Stück. Nächster. Ja. Noch eine. Eine Kanone? Ja. Kanone sind immer gut zu haben. Locate Bounty. Hier ist einer 593 Kilometer entfernt. Können wir den erstmal machen? Genau. Hüpf, Ktunk. Quantum Travel complete. So, wollen wir mal gucken. Sim hat ein bisschen Hunger gehabt. Erst das Trockenfutter und jetzt das Nassfutter. Contact. So. Entschuldigung. Ich geht mit einer Pix Saber eine M50. Das wird ja interessant. Okay, wenn er stehen bleibt, funktioniert das. So, wollen wir hier mal kurz auf Headbam warten? Der
gesagt, wir fliegen erstmal zum Erebus Harbor zurück, munitionieren auf. Stimmt. Großer Treffpunkt Erebus. Ja, es ist wirklich so ein Name, da muss ich immer an Warhammer 40k denken. Was? Wenn du schon wieder stöhnst, wäre nur, würde ich Warhammer 40k sagen. Ich kann leider nicht viel anfangen. Das ist okay. Aber weißt du, was eigentlich schlimm ist? Wenn ich selber jetzt bloß noch so wenig Munitionskapazität habe, ich habe die früher echt gerne geflogen mit Dings. Gatlings. Aber die werden wahrscheinlich so schnell leer geschossen sein. Ja gut, die munitionsbasierten Waffen. Also ich finde zum Beispiel bei der Freelancer die Kanonen und so, das ist halt echt viel, was die rausrotzen kann halt, ne? Ja, das ist halt, das ist ein größeres Schiff, die hat Kapazität für Munition. Ein kleiner Fighter, wo soll die ganze Munition hinstecken? Ne? Ja, klar. Hast du halt nicht so viel Kapazität. So, wo will ich denn hier ganz hinfliegen? Meine Herren, wieder am Arsch der Heide geparkt. Du bist denn du schon da? Ja, ich bin noch... Warte. Du und der Hafen wird mir beides bei 1300 Kilometer ungefähr angezeigt, also. Ich bin 80 Kilometer vom Hafen entfernt. So. So, 30 Kilometer. Langsam aber sicher nähert sich das Eichhörnchen oder so ähnlich. Tim, da hat aber jemand Hunger. Macht so eiskalt bei der Näpfe leer. Ich glaube, ich pack mal schnell die Hornet aus. Nee, ich bleib jetzt mal bei der Saber. Sind die eigentlich ganz schnuckelig? So, schnuckelig. Nervt das ein bisschen, dass die NPCs so behindert fliegen? Ja. Meine Güte, dass du schon fast auf dem Patch stehen musst, bis du hier mal eine Landeanfrage senden kannst. Also schlimm finde ich das jetzt nicht. Bin immer wieder gespannt, wo wir hingeschickt werden. Und ich bin gespannt, wann wir endlich die großen Docking Ports richtig verwenden können. Warum denn jetzt hier? So, wo will ich denn hin? Landing Gear deployed. Komm schon, zeig mir mal an, wo ich hin darf. Ich will doch nur landen. Ich muss gestehen, dass ich hoffe, dass das Greycat-Fahrzeug ein bisschen hübscher noch wird. Ja, ich denke mal, dass das schon ein bisschen an den Stil vom Buggy angelehnt ist. Oder halt wahrscheinlich ein bisschen größer mit Robo-Arm oder so. Weißt du, wo du hin darfst? Ich weiß nicht, wo ich hin darf. Ich bin doch schon gelandet. Wieder mal mit Cape. Ich finde mein Landedeck wieder mal nicht. Und ich bin diesmal noch im Schiff, ne? Also jetzt nicht so, dass ich... Ja, gut. Ich war's nicht. Oh, was jetzt wieder?
Nix, irgendjemand ist explodiert. Interessant. Und ich weiß diesmal wirklich nicht. Interessant. War schon mal eine. Oder sollte ich sagen, ungewöhnlich? Naja, es geht. Oh, jetzt kommen Macarena Ahai. Was? Wo stehst du? Ich stehe noch nirgends, ich habe noch kein Lande. Gar nicht mit dir, ich rede mit meinem Schiff. Achso. Okay. Ja, er spawnt das Ding und sagt mir, ja, das ist gerade nicht available und es steht aber auf Pad 3. Und ich sehe es da stehen, also. Was machst denn du da? Ich suche mein Landepad. Nein, Quatsch, den doch. Mach doch hier nochmal eine Anfrage. Vielleicht kriegst du ein anderes Pad, was in der Nähe ist und frei. Ne, ich hab ja gefragt. Er sagte, ist bereits gegeben worden. Hm. Ich glaub, dann verarscht er dich. Toll. Ich meine, hier ist ja einiges frei, weißt du? Aber ich darf nicht landen. Hallo. Ja, hallo. Ach, selbst die Hornet habe ich schon umgebaut. Überall andere Waffen, Mann, Mann, Mann. Ja, das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Ich würde nur trotzdem, ich meine, ich muss jetzt nicht unbedingt landen, aber es wäre schon nett. Hast du denn Dinge, die geändert werden müssen? Naja, ein bisschen tanken wäre nicht verkehrt, aber... Wir sind ja kaum geflogen. That request is already being granted. Jo. Nö. Ich krieg's das nicht. Ich darf nicht. Ne, keine Ahnung. Also wo auch immer ich hätte landen können dürfen. Ich noch mal eine Runde. Ich glaube, wir müssen eh noch ein bisschen warten. Ich hole mir jetzt noch schnell was zu trinken. Dann geht's weiter. Genau. Ja. So, wird mir den Headbam. Headbam wird noch gar nicht angezeigt. Wo bist du denn? So, oh, warte mal. Das müsste doch theoretisch... Genau, da ist er drin. Zack. Audio-Channel haben wir auch. Muten muss man das auch nicht unbedingt. Ha, wollen wir mal gucken. Wie funktioniert denn das jetzt hier? So, das haben wir. Keybindings. Müsste man sich nur den Knopf gemerkt haben. Ja, kann man mal belegen. So, aha. Push to talk. Mal gucken. Test, Test. Könnt ihr mich hören? I'm sorry. Due to inactivity. We have been forced to assign your landing zone to another customer. Sollte Plus sein, sagt Headbam. Ne, ich habe das Ganze jetzt auf dem anderen Knopf. Okay, ich sehe, dass Headbam mit mir sprechen möchte. Das Problem ist, er zeigt es nicht an. Ha. So. Wieder da. WB. Und einen Landeplatz gefunden. Nein, er hat das auch zurückgezogen. Kannst du mich ja so auch hören, Kendo? Kann ich dich hören? Hallo? Also, ja, ich höre dich die ganze Zeit. Nein, nein, im Spiel. Was meinst du? Im Spiel. Im Spiel. Mikrofon activated. Im Spiel, meinte ich. Nein. Okay. Schade. Hallo? Hast du mich jetzt doppelt? Nee. Voice Level on. Enable Level Activated Voice. Nein. Mute Microphone, nein. Microphone, was wollen wir denn hier?
Das Rubiks wollen wir mal gucken. Erstmal gucken, ich muss ja wahrscheinlich erstmal den Gruppenchannel da anmachen, oder? Ich glaube. Also. Zumindest habe ich da. So. Hallo? Nee, du bist nur im Teamspeak. Mikrofon muted. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ihr hört mich wahrscheinlich auch nicht. Ne? Da ist aber aktiv geschaltet, also. Oder die haben die Taste geändert. Ist das noch Plus? Headbam sagte ja im Chat. Also Plus dann. Ah, okay. Dann. Ah. Party. Microphone Volume will ich nicht verändern, weil das verändert sich sonst auch. Hallo, 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 hallo. Aktive Mem. Connector Audio Channel. Du hast auch dein Mikro und alles Mögliche da bei dem Party Channel angemacht, ne? Das geht ja automatisch an, wenn du dabei trittst. Ton und Mikro geht ja alles automatisch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier. Das ist so ein bisschen blöd. Ich kann das Mikrofon nur ein- und ausschalten für alle Chats. Das ist ein bisschen doof. Also Headbam hat uns gehört übers Spiel, sagt er. Oder habe ich das jetzt gerade falsch interpretiert? Ah. Ah, nichts zu hören gerade, sagt er. Okay. Das ist, die ist dann doof. Doppelt hält besser beim Schreiben, weil über den Stream geht ja auch. Aber, ja. Landing gear retracted. Haben wir denn hier so? Da haben wir Kendo. Da haben wir eine Expedition. Na, Aurora MR. Ja, dass das ein bisschen buggy ist. Das stimmt. Bist du denn schon bei uns in der Nähe von Everus? Sit. So, erstmal hier Kinder besuchen. Ah, Jo sagt er, wo ist er denn? Hier haben wir zum ersten Mal Kendo. Hallo, hallo, hallo. Proximity Alert, Head. Headbam has started to queue to your current location. Alles klar. Das finde ich ja nice, dass das jetzt angezeigt wird, wenn jemand direkt zu uns springt. Ich habe mal Licht angemacht, ne? Kannst du noch was? Hallo? Ich glaube, da ist gerade. Wo bist du gerade hingesprungen, Kendo? Ja, ich bin immer noch da. Ah, okay. Da kommt eine Bando Defender. Das könnte Mr. Headbam sein. Sieht mir so aus. Hallo? So, genau, okay. Ich würde sagen, die Bano Defender ist Headbam. Das Problem ist, es wird mir leider nicht angezeigt, wer was ist. Nope. Irgendwie geht das nicht. Ne. Aber warum nicht? Da wird das Mikro umgestellt. Mikro, Mute, no. Wir haben Roberts noch zu wenig Gold überlassen.
Die Quest ist damit noch nicht erfüllt. So. Wollen wir die Quantum Beacon bei Ariel erstmal? Nee. Hallo, hallo. Nee, du bist na, nur über TS. Ach, nervt. Okay, dann. So, Ziel Ariel. Oder Ariel. Bisschen Wäsche waschen. Weiß ich nicht. Welche Mission ist denn das jetzt? Keine Ahnung. Genau, dass man sieht, dass der andere spricht, Happen, das ist, also ja, das kriege ich auch mit. So, wenn ich jetzt hier, ne, dann. Aber, leider. Kommt nichts an. Ja, stimmt. Ja, das sehe ich, aber es ist halt wirklich keine Übertragung da. So, dann wollen wir mal springen. 3, 2, 1, sind alle? Sind, sehe ja, ich gerade. Ich bin da. Ja, doch, Headbam ist nicht. Ich glaube, Headbam ist nicht ausgerichtet zu Ariel. Ist halt das zum Beispiel, ich habe jetzt auch gerade die eine theoretische eine Sprachaktivierung oder sowas drin. Dass er das automatisch erkennt, wenn ich rede und er das dann quasi überträgt, aber das aktiviert sich quasi gar nicht. So, dann machen wir mal so ein bisschen Money Shot versuchen. Es hat funktioniert. Es sah sehr lustig aus. Strahl. Bitte? Was? Was hast du gesagt? Ich sage schön, dass du deinen Spaß hast. Ja, selbstverständlich. Ich glaube, Johanna ist schon wieder kaputt. Ja, irgendwie so, so ganz komisch gesprungen bin ich auch, Headbam. Also das ist... Ui! Was heißt denn Ui? Bin gerade so ein bisschen in der Nähe dran vorbeigerauscht. So. Ich krieg's so gesehen dann, ja. So, ich weiß nicht, wer von uns den Lead hat. Ich. Okay, dann. Nee. Irgendwas ballert da. Das bin ich. Sehr lange Weile. Na, da. Das ist ein ganz rudimentärer Waffentest. Hey. Komm, ich habe keine Torpedos. Immerhin. So. Such gerade hat bei Missing gerade nicht. Welche Bounty ist das? Das ist eine gute Frage. Das scheint Chino ja. Thornberg CS1 zu sein. Genau. Alles klar. Also diese Asteroidenfelder sind ja schon schön, da kann man ja sagen, was man will, ne? Und ich bin leicht zu begeistern. Hä? Was denn? Du bist leicht zu begeistern? Dann haben die es ja nicht schwer. Eben. Okay, die Mustang Delta... wird's relativ. Das wird, glaube ich, ein kurzes Vergnügen. Okay, für das kurze Vergnügen ist sie mir immer sehr nah.
Einfach verrecken. Oh. Was, hast du Raketen abgekriegt? Ja, ich habe ein bisschen Schild verloren. Habe ich Beschleunigungslöcher? Nein. Nee. Beschleunigungslöcher. Ja, vorhin habe ich halt festgestellt, oh, Schild weg. Doof. So, nächster Punkt, Magda. Magda. Ist wirklich schnell. Dreck. So. So. Da sind wir, da müssen wir hin. So mit Öl. Was haben wir eigentlich für morgen für Themen für den Podcast? Ach, ist das ein bisschen live? Jo. Jo. Die Nautilus in einer sehr, sehr weiten Entwicklungsphase. Die Nautilus in einer sehr, sehr weiten Entwicklungsphase? Hast du das Video nicht gesehen? Das Audio-Video? Audio? Welches Video meinst du? Wo die durch die Nautilus innen drinne durchgelaufen sind. Gerade. Die Mechaniken gezeigt haben, wie Fahrwerk ein- und ausfahren und Türme und wie sie die Minen rausschmeißt und. War das im Inside? Nein. Das war bei Star Citizen Live? Nein. Das ist von Reddit. Nein, das habe ich nicht gesehen. Gut, dann würde ich sagen, nach der Mission gucken wir uns dieses Video an. Genau, die Banu-Message. Theoretisch deine Zeit ja schon wieder fast rum. Genau, die Banu-Message können wir auch auf jeden Fall drüber reden, das stimmt. Da müssen wir nochmal gucken. Ich habe schon einen Teil von der Übersetzung mal gefunden gehabt. Die Banu-Schiffe sind halt auch so schön. Ja. Ich bin noch Upgrades. Bin stark geblieben bei der Banu-Merchantman. Ich auch. Also ich habe zwar noch das Upgrade, so. Aber ich wollte halt am Kollegen die Merchant mehr nehmen. Oder doch lieber die Hermes. Toll. Mein Quantumsprung hat nicht ganz geklappt. Männers, ihr macht das schon, ne? Einmal mit Profis. Nicht mit mir. Naja. Also mit sowas, also so. Ja, und hier kommen wieder drei Gegner. Max. Ich beeil mich, ja. Ja, aber die Banu-Message, das ist eine schöne Idee. Bestimmt, da können wir auch ganz entspannt drüber quatschen. Ist bei dem Video irgendwie Sound mit dabei, also Musik oder sowas, Kendo? Muss ich gucken. Okay, aber das müssen wir dann tatsächlich ausmachen, weil das ist urheberrechtlich so ein bisschen doof. Contact. 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 Das war knapp. Ich sehe, die haben meinen Spoiler abgeschossen. Die Hornet hat einen Spoiler? Ja, hinterm Triebwerk dieses komische Ding da. Ist das nicht... Das immer Spoiler. Mal gerade fliegen. Naja, sie versuchen es. So. Nee, dann gucken wir uns auf jeden Fall gleich das Video an von der Nautilus. Wieso ist denn das auf Reddit gelandet? Hallo. Okay, würde ich sagen, machen wir einen auf Erebus Haber. Everus, nicht Eberus. Ich nenne das Ding immer Eberus, deswegen keine Ahnung. Dann würde ich sagen, gucken wir uns in Ruhe nochmal das Video an und bequatschen das nochmal. So.
So. Das ist ja das, weil die Nautilus scheint schon in einem ziemlich weiten Zustand zu sein und das finden einige gut, andere kriegen dabei das blanke Kotzen. Warum kriegen einige dabei das blanke Kotzen? Was willst du mit dem Schiff im Spiel? Naja, das gleich wie mit allen anderen. Spaß haben. Naja, aber wenn du die mir nicht auslegen kannst, bringt ja nichts. Wir haben auch die Reclaimer, wir haben auch die Starfahrer. Ja. Die bringen auch nichts. Sehen aber schön aus. Polaris würde mehr Sinn machen. Torpedos schießen kannst du auch so. Ja. Wir haben übrigens auch die Carrack. Community Wunsch. Ja. Aber so die Nautilus finde ich schon nice. Doch, die würde ich gerne mal sehen. Aufspringen. Bitte? Hat mich irgendwie über 100 Kilometer rausgehauen. Ja, ich bin da auch gerade so ein bisschen. Bist du hingeflogen? Das frage ich mich auch gerade. So. Eigentlich dachte ich. Borgel? Na komm. Ah, jetzt bin ich wieder zu blind, um diesen blöden Everus Haber zu finden, ne? Diesen Spoiler an der Horne finde ich sowieso Banane. Ja, ich bin zu blind, um Everus Haber zu finden. Eine riesige Raumstation. Wo ist das Ding? Das blinkt, Knarks. Da blinkt nix. Okay, das blinkt. Gleich sagt er wieder, oh guck mal, das blinkt. Warte, oh guck mal, das blinkt. Nur für dich. Das ist schon Mobbing. Naja, eigentlich macht man da wohl keine Witze, aber 9 von 10 Leuten finden Mobbing komplett okay. Ja. Wobei es ist halt aber echt so kein witziges Ding. So. Naja, okay. Der Flüssigkeits- und Nahrungsmittelbedarf momentan ist okay. Also ich habe 30% Flüssigkeit verloren und 10% Nahrungsmittel. Das ist in Ordnung. Da will ich mal nicht meckern. Please proceed to assigned landing bay. Wird meiner Rot angezeigt, wird aber von den Türmen nicht beschossen. Ich weiß nicht. Und ich krieg wieder. Doch, ah, ich hab ne. Komm wieder in ein Hangar. Sollen wir die Hangar doch nicht auch immer draußen stehen? Naja. Ich fliege ja auch eine Saber. Das bedeutet? Ja, nix, gar nix. Das. Proximity Alert, head. Proximity Alert, head. Proximity Alert, deck. Proximity Alert, head. So. Automated landing initiated. Landing complete. So. Landing complete. Have a pleasant stay. Engine if. Offline. Doch, die Animation finde ich immer wieder schön. Weißt du, fallt Hornet. Hornet? Wenn du schon so komische Wirkgeräusche machst?
Ja, hier steht ein Typ oder eine Tussi in einem gelben Anders, orangenem Anders-Suit. So, und jetzt rate mal, was die restliche Rüstung so für eine Farbe hat. Pink? Türkis. Okay, über Geschmack kann man trefflich streiten. Aber hier, Kendo, hier wäre noch genug Platz, um Waffenrack oder sowas ausfahren zu lassen. Hier in diesem Bereich zum Beispiel. Da, wo du gerade stehst, ist doch das Raketenrack. Ah, ne, Quatsch, das ist dahinter. Ja, das Raketenrack ist hier. Nee, rechts von dir. Ich stehe ja gerade drin. Ja, gut, du hast gerade den Delay, ja. Ja. Achso, ja, ne, okay. Ja, genau. Da, wo du vorher warst, ja, stimmt, da unterm. Genau, da hatte ich nämlich auch gedacht. Beziehungsweise vor dem Fahrwerk, nicht dahinter, sondern davor. Davor. Hier so in dem Bereich. Ja, hier. Ja, doch, hier könnte es auch gehen. Halt bloß auf der anderen Seite, nicht da, wo jetzt die Leiter ist, sondern auf der anderen Seite gedreht sozusagen. Das Problem ist, die Leiter ist relativ lang. Nee, wie gesagt, auf der anderen Seite. Ja, ich bin da. Da hast du die Leiter nicht und da kannst du es theoretisch. Weil so ist es ja zum Beispiel bei der Gladius. Das ist halt auf der anderen Seite von der Leiter. Ja. Oh, ich sehe, dass ich doch ein paar Kratzer gekriegt habe. Ah, wieder Lack angesenkt. Okay. Magst du mir dann gleich mal den entsprechenden Link zu dem Video geben? Ja. Übrigens ist gerade. Es ist kein Sound da. Bei dem Video ist kein Sound? Nee. Das finde ich gut. So. Sag Bescheid, wenn du es mir geschickt hast, ne? Warte mal kurz. Jo. Kriegst du gleich ein TS. Jo. Alles klar. So, dann mache ich hier mal das Spiel aus. Quit Game. Bin mal so frech. Na komm. So. Zack. Zack. Da haben wir das. Ich hoffe, du nimmst uns das nicht übel, Headband, dass wir jetzt eiskalt, oder ich jetzt eiskalt das Ganze geschlossen habe. Aber das Video wollten wir uns noch anschauen, weil das mit der Nautilus finde ich halt extrem spannend, weil ich sie auch habe und da jetzt auch so langsam 23 Uhr ist. Das ist lieb. Wie gesagt, Montag können wir dann mal gucken. Können wir dann auch wieder gemütlich im Discord. Jeder, der Lust hat, kann sich dann da eh anschließen. Dann kriegen wir da schon was Lustiges hin. So, Kenno, du machst dann den. Du sagst Bescheid, wenn es losgeht. Naja, da müssen wir halt zusammendrücken. Ah, okay. Also. Dann 3, 2, 1, Play. Ja, schick. Ruckelt nur ein bisschen. Command. Ah, okay, die Brückensektion. Das ist aber echt weit. Ich finde es witzig, dass sie die Waffenracks direkt an der Brücke dran haben. Ja, gut, bei der Hammett haben sie einfach mal so gar keine Waffen, ne? Ja. Also Waffenracks jetzt so rum. Brückensektion sieht echt schön aus. Man sieht direkt, dass es ein größeres Schiff von Aegis ist. Diese ja. Rundungen, das ist halt. Das ist Aegis. Hast du eine Idris, hast du eine Hammerhead. Ja, ja.
Maschinenraum. Und der Maschinenraum sieht so ein bisschen merkwürdig aus, aber... Ja, das kann sein, weil halt die ganzen Details noch fehlen. Ja, ja. Erinnerte so ein bisschen... Der Maschinenraum ist irgendwie so ein Durchgangsraum. Ja gut, das ist nichts Ungewöhnliches, aber das erinnerte so ein bisschen an die... Ah, die Minen, ne? Hier. Ja, genau. Die Minen. Der hat mich so ein bisschen an die Dings erinnert, an die Carrack. Gravity. Ach, der Gravitationsgenerator. Die Drohnen zum Raussetzen bzw. zum Einholen der Minen müssten das sein jetzt. Junge, Junge. Frachtraum hier scheinbar. Zumindest steht da Cargo, also. Ne? Man muss jetzt kein Hellseher sein, aber ich deute das als Frachtraum. So, was haben wir jetzt hier? Weiterer Frachtraum. Ja, viel Frachtraum. Also. Wow. Genau, das sind die Minenschächte. Ja, ich meine, die Minen, die gibt's ja schon. Drabong, wir verbringen das Mikro. Das, die gibt's ja schon im Spiel. Das sind diese Sentry-Geschichten. Ja, genau. Die Geschütztürme, die sind auch nicht schlecht. Ich weiß, frag mich, ob die so richtig sich bewegen können, weil die ja irgendwie auf so einem Podest sitzen und nicht an diesen Haken hängen wie die anderen. Den unteren Geschütz mit diesen ganzen Raketen echt interessant. Ja, der ist so ein bisschen beängstigend. Ja. Vermisst du da nicht eigentlich oben auch noch so ein Ding? Hat er da nicht vier Türme gehabt? Guck dir mal den unteren vorderen an. Ja, die zwei Sima-Waffen. Das finde ich geil, dass die sich rausfahren. Was ich krass finde, wie viele Landestelzen das Ding hat. Da muss ich zugeben, habe ich gerade gar nicht so stark drauf geachtet. Aber ich, also, ja, okay, es ist ziemlich viel. Also gut, ob es das Schiff jetzt im Spiel braucht, keine Ahnung, aber ich finde, warum nicht? Wenn man danach geht. Ich finde, ich bin immer irgendwie so groß für die Waffensets, die da dran ist. Bei dem Frontturm jetzt? Ja, nee. Der Frontturm passt. Bei den Seitentürmen. Das sind doch auch. Der Frontturm passt. Sind das nicht Vierer? Bei den Seiten? Nee, müssen Dreier sein. Nee, Vierer. Ja. Meine ja. Aber Vierer-Gatlings? Das müssen die Apokalypse gewesen sein, aber die sahen aus wie irgendwelchen Standard-Gatlings. So, machen wir nochmal hier. Fahrwerk suchen. Oh ja, stimmt. Das steht auf sehr vielen Stelzen. Ja. Vier Stück hinten, zwei vorne. Aber es kommt mit einem Lift. Ja, mit einem kleinen Lift. Also das Ding sieht aus, also es wird, guck, für das große Schiff, der Lift sieht aus, als wenn das der gleiche wäre wie bei der Hammerhead. So einseitlicher. Ja. Was mich interessieren würde, ist, wie du dann theoretisch Cargo da reinlädst. Du brauchst ja eigentlich auch noch eine Cargo-Rampe irgendwie. Gute Frage. Dass der Frontturm, dass da einer drinne sitzt, wusste ich gar nicht. Warte mal. Doch, das wusste ich. Ich hatte gedacht, dass das vom Cockpit aus wieder gesteuert wird. Der hintere Raketengeschützturm, der fährt etwas anders aus. Wenn man mal auf den hier achtet. Da fährt nämlich nur das Cockpit, also nicht nur, sondern das Cockpit fährt als erstes runter, klingt sich in den Geschützturm ein. Und dann fährt so ein bisschen noch der gesamte Geschützturm runter. Ja. Geiles Teil.
Gut. Sogar wenn die Mechanik mit den Minen jetzt noch nicht drin ist, wäre es trotzdem saugeil, das Schiff jetzt schon im Spiel zu kriegen oder relativ früh ins Spiel zu kriegen, weil einfach mit den Geschütztürmen oder mit dem Schiff als solches kann man schon gut Spaß haben. Aber ich frage mich, ob, na gut, wie kriegst du da die Fracht rein und raus? Das ist halt immer die Frage, weil theoretisch ein großes Schiff braucht halt Fracht. Luke, weil sonst ist halt immer die Frage, wie kriegst du die Fracht da rein? Ja, ja. Also beim Fahrstuhl, da kann das dauern eine Weile, das Ding dann zu beladen. Eben. Hier haben wir jetzt mal den Turm. Oder die haben die Fracht, vielleicht ist die Frachtflug halt noch nicht fertig. Ich ärgere mich gerade, ich habe die Broschüre der Nautilus weggepackt. So ein Mist. Ich hatte da ja die gedruckte Fassung von, aber irgendwie habe ich die weggeräumt. Ich sollte mir das Aufräumen abgewöhnen, das ist nicht gut. Ja, was waren hier so? Altpapier? Nein. Das heißt Dreier. Ja. Turrets, Side Turrets, maximal Size 3, 2 Mounts. Dann installiert. Dann passt das, ja, dann sind das Size 3er Gatlings. Ist aber auch okay. Ja, aber der Raketenturm hat halt Size 3 Raketen. Ja, für nach hinten raus, ne? Ja. Also ich hätte auch gesagt, dass die Nautilus theoretisch an den Seiten auch ruhig hätte Vierer kriegen können. Weil diese Seitentürme halt so groß sind irgendwie. Waffen, die da dranhängen. Ja, gut. Also die Waffen sehen irgendwie so klein aus an den Türmen. Du darfst eins nicht vergessen, die Panzerung. Wir haben keine Informationen, wie die Panzerung von dem Schiff ausschaut. Und ich kann mir... Ja, gut. Ja. Also wenn... Ist jetzt reine Spekulation, aber wenn du die Geschütztürme der Hammerhead mit den Geschütztürmen der Nautilus vergleichst, würde ich der Nautilus rein vom Optischen her schon mal mehr Panzerung zusprechen. Ne? Und von den sieben Knarren unten drunter, also dass sich dieser Geschützturm auch einfach mal da eine Runde hin bewegt, da sieht man es jetzt, fährt sich runter, fährt nach vorne in diesem Bereich. Das ist aber ist der komplett nach rechts und links schwenkbar? Das würde mich halt interessieren, das siehst du halt nicht. Das wird leider nicht gezeigt, ja. Oder ob der halt wirklich bloß nach vorne fährt und dann halt einer drinnen sitzt, der ballert. Ja gut, aber der wird dann trotzdem schon so ein bisschen beweglich sein. Die Frage ist halt, wie schnell du das Ding drehen kannst. Ja. Also wenn sie das so ein bisschen sich orientierungsmäßig so gestalten wie bei der, also wie bei älteren Schlachtschiffen, ne, Zweiter Weltkrieg und bis in die 80er Jahre rein. Wie länger waren die ja nicht aktiv, die richtigen Schlachtschiffe. Da waren ja die Geschütztürme, ne, je nach Größe relativ von schnell bis langsam. Die jetzigen Nahbereichsverteidigungswaffen der Und jetzt stell dir mal vor, dass das RSA Gunboat hat von dem Turm 2 Stück und das auf jeder Seite. Da kann ich dir garantieren, dass es dann ein ordentliches Gejaule geben wird innerhalb der Community, weil viel zu stark, viel zu mächtig und überhaupt. Ja, aber das Ding ist halt Breitseite. Das heißt, du musst ja dann musst du dich als Pilot wirklich abstimmen, damit die nämlich auch sehen, wo sie hinschießen. Ja. Du musst ja dann, das ist ja wie bei der Hammerhead, da musst du ja dann teilweise auch dich mit den ganzen Schützen abquatschen. Also, damit sie die Ziele sehen. Ja, klar, aber ich meine, eher, sagen wir es mal so, wenn du bei dem RSI Gunboat Breitseitengedüdel, wenn du da sagst, okay, hier, pass auf, das Ding kriegt links und rechts 2 Geschütztürme mit 2 Size 7 Knarren dran, da hast du dann aber ganz schnell wieder das Gejaule spätestens von Idris oder ähnliches, weil, so stark. Ich meine, es ist eine ganz andere Geschichte, das ist ja klar, aber... Ja, aber wenn das Ding viel kleiner ist, viel schwächer, vielleicht ist es nicht mal ein keppeltes Schiff, sondern wie die Nautilus und die haben halt einfach nur ein Large Size, das heißt, es zählt nicht mal in die keppelte Klasse. Das heißt, die Komponenten sind viel schwächer und die Panzerung wird viel geringer sein. Das heißt, du wirst das mit einer Idris trotzdem ganz gut auseinandernehmen können, das Teil, wenn das ankommt. Das ist ja im Endeffekt wie bei der Polaris genauso. Das Ding hat halt fette Torpedos. Wenn die da eine ganze Salve auf eine Idris ballert, sieht die Idris erstmal alt aus, aber wenn die Idris Zeit und Chance hat, zurückzuschießen, dann ist es für die Polaris auch blöd. Ja. Weil die kriegt dann erstmal ein bisschen mehr auf die Nase. Also was mir bei der Nautilus hier sehr gefällt, ist, dass die Bewaffnung stimmt.
Also sie hat so ein bisschen was für alles dabei. Der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber die großen Size-7-Knarren, das ist ein Kriegsschiff und dann darf es halt auch mal was gegen größere Pötte, finde ich, haben zum Wehren. Das finde ich okay. Sag mal so, die Hammerhead ist auch komplett überpowered, wenn du halt nur in Fightern sitzt, weil mit Fightern kriegst du das Ding halt kaum auseinander. Und die Kermit, das sind 4 Size-4 Waffen an einem Turm. Ja. Damit kriegst du die Jäger so schnell zerschossen. Ja. Ne? Also, wenn da sich keiner aufregt, dann weiß ich es auch nicht. Das Ding hat 6 Türme. Plus Raketen über 30 Stück. Size 3. Also, die Hammerhead ist an sich eigentlich auch ein ganz schönes Tier. Jetzt 30 halt, Raketen hat die Hammerhead? Ja, die Hammerhead hat 32 Raketen, Size 3. Okay. Benutzt halt nur keiner, weil du halt nur, also der Pilot muss die Dinge aufschalten und weil das Ding sehr träge ist, ja, kannst du das halt selber nur wirklich gegen eigentlich träge Schiffe, also du lenkst ja nicht so, dass du dem Fighter irgendwie hinterher fliegst. Aber ja. Genau. Ne, warte mal, was hat er hier? Da doch. 4 Racks, Size 3, 8 pro Rack, 8x4. Ich blende hier gerade übrigens etwas ein, was jeder Hammerhead-Besitzer gerade schmerzhaft vermisst. Ach, das wird alles noch nachgereicht. Denke ich auch. Die merken ihre Fehler und wissen, dass sie das dann irgendwie nach... Aber sicher, dass die fehlen? Gibt es in den Crew-Quartieren keine Waffen-Racks? Nee. Nee. Die Brücke von der Nautilus passt auch wie Faust auf Auge. Ja, es gab viele, die schon gesagt haben, sie hätten die Brücke gerne bei der Hammerhead. Weil viele finden, dass ein Schiff in der Größe sollte eigentlich nicht nur Pilot und Co-Pilot haben, sondern auch einen Commander-Sitz. Ja, mei. Also zum einen wissen wir nicht, ob das hier der Commander-Sitz ist oder und nicht schlicht und ergreifend der Mine-Operator. Nee, der Mine-Operator, glaube ich nicht, oder? Das weiß man halt nicht. Also kann sein, dass es... Die Mine-Operator, die sitzen hinten im Schiff. Ja, es kann halt sein, dass das hier der Captain ist. Stell dir mal vor, du bräuchtest pro Minenlegestation eine Person. Weil die nur von Hand auswerfen können. Ja, das wäre so ein bisschen übertrieben. Fällt mir gerade ein, von den Dings, na wie heißt das, den Unterbringung, also die Quartiere, jetzt habe ich das richtige Wort, wurde nichts gezeigt. Nein, nee, nicht, Quartiere, ne? Gab es nicht. Nee. Okay, schade. Das hätte mich auch interessiert. Also im Idealfall, also du brauchst ja sowieso, sag ich mal andersrum, nicht für jede Arbeitsstation einen Spieler oder einen NPC, je nachdem, weil es wird dann irgendwann für die Leute langweilig. Ah, ich habe gerade was gefunden. Was hast du gefunden? Geh mal auf die RSI Homepage. Geht das gerade bei dir? Geh mal auf Pledge. Und dann auf Ships. Und guck mal, was für ein neuer Bauer sich da reingemogelt hat in die Liste. Wenn du... Nichts blind. Tumbrel. Drakehead Industrial. Ah. Ja. Wird wohl der nächste werden. Tja. So. P. Na gut. Aber ich glaube, das soll es für heute gewesen sein, ne? Jo. Jo. Sehe ich auch so. So. Eine Frage hätte ich aber noch. 42. Ach, nein. Findest du es eigentlich traurig, dass die Nautilus aufgrund ihrer Größe und ihrer Bewaffnung es irgendwie nicht in die Capital Size geschafft hat? Nö. Nö.
Irgendwo nicht. Es muss ja irgendwo eine Grenze gezogen werden. Und das ist die. Die Grenze ist bis jetzt halt die Polaris. Die zählt ja als kleinstes Kapitel Schub. Genau, und das ist ja, hat ja auch was damit zu tun, in welchem Landepad sie kommen kann oder auch nicht. Genau. Und dann finde ich das in Ordnung. Wohl sein. Ah ja, ich find's schade. So, es gibt ja auch so viele Leute, die auf die Polaris warten und da scheint, das Ding scheint die ganz schön hinten anzustellen irgendwie. Der geschützte unten ist übrigens bemannt. Da sieht man gerade. Ja. Naja. Achso, du hast das wieder noch. Ja. Dass die Polaris gerade ein bisschen auf sich warten lässt, ja, ist ein bisschen ärgerlich. Das Problem ist halt aber auch, ich vermute, dass der RSI-Designplan noch ein bisschen überarbeitet wird. Meinst du, weil sie bei der Taurus nochmal am Überarbeiten sind? Zumindest, ja, bei der Constellation, wobei auf der anderen Seite der Bengal Carrier ist so gut wie fertig. Ja, und damit müsste eigentlich der Designplan ja auch stehen. Ja. Nun gut, das soll es für heute gewesen sein. Wir verabschieden uns und werden uns morgen wieder treffen, Smiskin und ich, für die Podcast-Aufnahme. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch für heute und sagen bis demnächst. Tschüss.